So einen wunderschönen guten Mittwochabend. Ja. Heute geht's weiter. Bin mal gespannt. Ich bin da gestern gegen 10 Uhr aus dem Dienst gegangen. Hab dann nur noch im Funk mitbekommen. Also ich weiß gar nicht, wo habe ich noch aufgehört. Irgendwie wurde Tara noch entführt von den Gelben. Das habe ich noch mitbekommen. Und dann habe ich auch wegen Frames hatte ich Probleme, dass ich zu hohe Frames verloren habe. Dass ich dann dementsprechend einmal mich von euch verabschieden musste. Und danach stand ich noch ein bisschen draußen, weil das PD unser MD wieder als sichere Zone eingestuft hat. Dann wurde Tara eingesackt von den Gelben. Aber auch ungefähr nach einer halben Stunde ist sie dann wieder rausgekommen. Ist auf jeden Fall befreit. Was denn jetzt effektiv danach noch passiert ist, weiß ich nicht. Weil mit der Befreiung von Tara, als sie sich dann in den Dienst wieder zurückgemeldet hat, war ich dann aber auch in mein Haus, wo wir jetzt gerade hier gleich starten werden. Entsprechend hatte ich mich dort ausgeloggt. So, dann wart ihr erstmal auf den aktuellen Stand von gestern Abend. Und dann gucken wir mal, was jetzt aktuell losgeht. Dann wollen wir mal Richtung MD fahren. So, ich habe mich hier auf dem Sofa hingelegt. Ist okay, kann man machen. Und dann wollen wir mal Richtung MD donnern. Das Schloss wieder. Das Haus wieder abschließen. Mein Auto müsste ja draußen stehen eigentlich. Wie habe ich es da gestern abgestellt? Weil in der Garage ist nur mein Fahrrad. Mein Auto ist... Ey Mann! Wo ist mein Auto? Mein Auto stand auf jeden Fall gestern Abend da. Mein Fahrrad steht noch da. Können wir uns jetzt mal umziehen. Warum wird mein Auto geklaut? Das heißt, dass ich dann gleich mal Richtung Impound fahren muss. Um zu gucken, ob mein Auto in der Impound steht. Und wenn es dort nicht steht, werde ich wohl oder übel gleich eine Anzeige machen müssen. Ich bin mir ganz sicher, ich habe das nämlich so hier eingeparkt, dass das Kennzeichen direkt an der Hauswand war. Ich
meine, ich brauche das Auto wirklich nicht, ne? Ich wohne relativ dicht am MD. Aber wenn, dann würde ich es gerne veräußern und nicht einfach mir klauen lassen. Weil scheiß auf die scheiß Hütte, ne? Wobei, so scheiße ist es in Stage 4. Sheldor, servus erstmal. Ich musste gerade mal überlegen. Den Namen habe ich doch gar nicht, aber es ist zum ersten Mal. Erstmal herzlich willkommen. So, kann ich noch offen reden oder ist jetzt hier schon nicht noch. Oh, ich bin falsch gefahren. Ärgerlich. Gott, Mikrofon ist aus. Ja, also heißt das erstmal zum MD, dort in den Dienst stempeln und dann mal gucken, wo mein Auto abgeblieben ist. Werden sich da bestimmt die netten Officer mal drum kümmern. Das wäre ja mal eine ganz feine Sache. Na komm, Finn, gib mal ein bisschen Gas. Was geht? Wie war dein Tag? Och, ich war heute ganz entspannten. Ich hatte 5 oder 6 Kunden. Ne, 5 Kunden hatte ich drauf gehabt. Von den 5 Kunden habe ich ganz entspannt 2 zurückgegeben, weil A, keine Teile und B, keine Lust. Und dann hat sich das dann so ergeben. Sheldor, erstmal herzlichen Dank für deinen Zap. Für deinen Follow, Entschuldigung. Nein, ist doch ein Zap. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich dachte, die Musik, das ist doch eindeutig Sub-Musik, aber ich hatte damit gar nicht gerechnet. Dankeschön. Total lieb von dir. Ja. Nee, also mein Arbeitstag war ganz entspannt. Ich glaube, ich war um 14.30 Uhr zu Hause. Kadix, vielen, vielen Dank für deinen Zap. Danke dir. Junge, was ist los? Dankeschön. So. Dann ab in Dienst und dann mal das PD anrufen, ob die schon vielleicht da sind. 3 Krankenwagen sind da. Der Rest müsste bei Herr Hübscher ist da, der Hausmeister. Das ist komisch. Mal nicht hoffen, dass das einfach so von gestern Abend. Blöde Kuh. Ja, einwandfrei, ja. Ich will nicht hoffen, dass das von gestern Abend noch alles so ist. Ich habe so die Befürchtung, dass der ganze Mist gestern Abend da auch noch schon stand. Und genau so rumstand wie heute. Das wäre ja nicht so schön, wenn es da ein Problem gibt, dass die ganzen Leute da irgendwie. Weil der Hübscher war doch gestern erst da. Und hat hier alles sauber gemacht. Dann hauen wir uns erstmal ins System rein. Oh. Alles klar, Fehler gefunden.
Doch. Habe ich eine E-Mail bekommen? Ich gucke mal gerade nach. Nein, Vorladung. Das ist alles erledigt. Alles gut. Das ist uninteressant. Im Dienst ist der Fritz und ich. So, Kanal 4. Ah, Funkcheck. Ja, die 41 10 8. Verstanden. Dein Patient von gestern von der Zapfsäule ist wieder erwacht und erwartet dich auf der ITS. Soll ich einen Blumenstrauß mitbringen oder ist das so vollkommen in Ordnung? Ich glaube, wenn du mit der Rose kommst, reicht das. Das wird sich sehen, wie er dann gleich drauf ist. Alles klar, ich weiß Bescheid. Danke. Naja, sag gerade, er will keine Rose, also musst du doch Blumen mitbringen. So, dann gucken wir mal. Kurz den FD-Level im Rescue hoch. Auf ihn. Hi, hi. Weil da ist das nicht so. Wie geht's dir, Ja. Fritz? Gut, der wohl. Okay, bis gleich. Gudalu. Mir geht's gut. Schön. Finn geht's nicht so gut. Dort Schmerzen von 9. Ja. Aber Finn geht's noch. DJ. Ja, DJ, ja, ich habe keine Schmerzen von neuen. Auch wenn ich so aussehe, als ob ich Schmerzen hätte, nein, ich sehe immer so Deine aus. Visum macht schon ein bisschen Schmerzen. Nee. Alles klar, dann gucke ich, kümmere ich mich mal um DJ. Ich habe gerade eine Dosis Morphin gegeben, wenn ich Schmerzen für die Alles Form. gut, Verbandswechsel habt ihr nicht durchgeführt, ne? Nee, noch nicht, weil Gott das Telefon geklingelt hat. Alles klar, dann werden wir das mal machen. So, ich gehe mal unten eine Woche machen. Alles klar. Einen wunderschönen CJ. Nee, crispy ab jetzt. Entschuldige bitte, dass ich dich crispy. Ich versuche, das Mega. mir so einzuspeichern. Mega, wie du das sagst. Ob CJ oder Crispy oder Clay, wie auch immer. Mir ist das egal. Gut. Ich habe gehört, du hast schon was gekriegt von Herrn Block. Sehr gut. Dann werden Die wir mal. Schmerzen haben mich nämlich gerade voll aus dem Schlaf geholt. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, wenn wir jetzt mal die Handschuhe wechseln. Ich brauche ein paar sterile Handschuhe. Danke. Alles klar, folgendesmaßen. Ich werde jetzt dir den Verband um deine Brust aufschneiden. Werde den alten Verband abnehmen. Gegen einen neuen tauschen. Soll ich mich ein bisschen hochlehnen? Oder kriegst du das Du hin? wirst, sobald ich den Verband abziehe, wirst du so eine Waage aufrecht stehen. Ja, wenn du abziehst, dann ja. Ja. Also, ich habe eher die Befürchtung, das wird gleich hoffentlich nicht ganz so doll wehtun. Wenn es unerträglich wird, sagst du Bescheid, dann gebe ich dir noch irgendwas Lokales, was dich einmal kurz ausnocken könnte. Können wir das Aber einfach direkt machen? wir machen einfach, pass auf. Lass mich gerade den aufschneiden. Ashley hat den aber gut zugemacht.
andere Seite machen wir die auch einmal gleich. Also können wir dieses Besuchsdingsbums, dass ich Besuch kriegen darf, umändern. Ich möchte keinen Besuch. Na klar, kann ich gleich machen. So. War mir gestern nicht sicher und habe gedacht, dann lass es erstmal drinnen stehen. Ja, alles gut. Aber ich werde das gleich ändern. Mhm. Passt schon. So. Jo. Dann ziehe ich das bei 3 ab. Vorsichtig. Warte, ich mach das ein bisschen feucht, dass das nicht zu doll wehtut. Siehst du dir gerade bitte andere sterile Handschuhe deswegen noch an? Bist du so nett? Die Schwester gibt dir gleich ein paar, dass du einfach nur ein paar sterile überziehst. Wunderbar. Hervorragend. Gut, dann machen wir das gemeinsam. Auf mein Zeichen fangen wir vorsichtig an. Eins. Feucht. Ich beiß einfach die Zähne zusammen. Zwei, ne? Und drei. Und jetzt vorsichtig abziehen. Ja, hier vorne auch noch. So. Ja. Sehr schön. So. Da ist er ab. Hier, nimm mal den entgegen. Kannst du gleich Müller mal bringen, bitte. So, hast du was? Hast du gut die Zähne zusammengebissen? Mhm. Ich hau dir jetzt mal. Ja, ich hau dir jetzt erstmal gerade neue Salbe rauf. No. Das sieht aber schon mal ganz gut aus. Schon mal ganz gut aus. Ne? Ja. Das Helle, was du hier siehst, das ist schon die erste Hautschicht, die sich danach bildet. Das ist ja. Eine ganz hauchdünne, feines, so eine Art kleines Häutchen. Das ist, also er wird schon Schmerzen haben, definitiv. Jetzt, komm, jetzt verteilen wir erstmal die Salbe ganz vorsichtig. Ja, ich fühle mich auf jeden Fall immer noch wie in 1000 Stücken. Glaube ich dir. So. Hast du mir da noch mal ein bisschen drauf? Na klar, mache ich dir da noch ein bisschen drauf. Was noch ein? Gut. Gut. Wenig. Bitte? Ein bisschen mehr als zu wenig. Ja, sollte aber nicht einen Zentimeter dick sein, ne? Nein, da hast du recht. Ich habe das jetzt vorsichtig. Hast du gut gemacht. Verteilt. Ja, sieht sehr gut aus. Pass auf, die Schwester gibt uns gleich eine sterile Wundauflage. Die legen wir dann gleich vorsichtig drauf und verbinden nochmal den Brustkorb neu. Sehr schön. Kannst du mir den einen Zipfel angeben? Danke dir. 3, 1. Jo, 2 und 3. Und dann vorsichtig ablegen. Sehr schön. Ja, bitte komm. Ja. Dann einmal. Wenn wir den gleich wickeln, dann wickeln wir den nicht ganz so stramm. Ne? Wir wickeln ihn nur, dass er nicht runterrutscht, aber auch nicht, dass er stramm liegt. Also ganz entspannt bitte dann. Sehr schön. Ich hätte gerne noch ein paar Mullbinden und dann geht es los. Wollen wir mal. Sehr schön. Ich reiche oben drüber, du unterm Rücken her. Ja. Gott, wunderbar. Pass auf, hier hast du. Das nehme ich dir wieder ab. Und wieder einmal zu dir. Sehr schön, da habe ich ihn. Und wieder einmal wieder zu dir. Gott, den kriege ich da. Und dann gebe ich ihn nochmal zurück. Und dann habe ich ihn noch einmal zurück.
Ja, na klar, über den Patienten laufen. Was dachtest du denn? Ich kam nicht rum, da steht dieser Infusionsständer am Weg. Ja, das sieht doch gut. Natürlich sieht das hervorragend aus. Dann gucken wir uns gleich auch nochmal die Verbände von seinen Beinen ab. Mhm. Er spürt das eine Bein nicht so richtig, da wo dieses der große Fremdgegenstand drin war. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welches Bein das jetzt war. Er wusste es jetzt gerade auch nicht. Das spürt er nicht so richtig. Das spürt er nicht richtig. Ja, das kann gut möglich sein. Das guck mir das einmal an. Ich komme einmal rüber. Auch schon wieder mal. Ja. Irgendwie. Alles ist 13. nach. So, dann schneide ich nochmal den Verband ab. Mach den jetzt im gleichen Zuge auch schon mal ein bisschen feuchter, dass du ihn besser abziehen kannst, dass die Haut nicht so doll dagegen backt. Ja, mach mal ruhig feucht. Alles gut. Der ist ja doch relativ sehr fest rangemacht worden. Ja, der ist auch fest rangemacht worden, weil wir hier die Arterie femoralis war beschädigt, die Hauptschlagader im Bein. Und der Nerv, wo der Femoralis-Nerv wurde auch halb durchtrennt. Deswegen haben wir das genäht. Den Femoralis-Nerv haben wir angeheftet. Deswegen hat er auch kein Gefühl im Bein oder nur ein ganz schwaches Gefühl, weil dieser Nerv sich erstmal wieder verwachsen muss. Und warum wir den Verband jetzt an der Stelle so eng gemacht haben, ist klar, wir haben nicht nur genäht, sondern wir haben auch von außen eine Art Druckverband aufgebracht, damit uns die Naht im Bein nicht aufplatzt. Deswegen haben wir so eine Art Druckverband noch gegeben, um da nochmal Entlastung zu geben auf die frische Nahtstelle. Bei 3 wieder vorsichtig hoch, da zur Seite, wie willst du? Ja, nee, lass mich erstmal nur gucken. So, ich hätte gern eine Spritze. Dankeschön, Schwester. So, ich werde sie mal ein bisschen... Merken Sie das? Was machst du da? Gott, Crispy, ich steche jetzt mal ein bisschen doller. Das spüre ich ganz leicht. Okay, das reicht. Alles klar. So. Schmerzreflex ist da, auch wenn er ein bisschen spät eintrifft. Aber das wird ein bisschen dauern mit dem Bein. Das ist leider jetzt nicht von jetzt auf gleich, dass so ein Nerv zusammenwächst. Mhm. So, auch heute wieder kuschelbedürftig. So, ich komme hier hin. Kann ich mir auch das besser anschauen. So, ansonsten, die Naht sieht hervorragend auf. Keine Entzündung. Kein Ausfluss von irgendwelchen Flüssigkeiten. Wunderbar. Dann darfst du wieder machen ein bisschen was. Kannst du verbinden. Ich mach da gleich ein Pflaster rüber zum Halten. So, und den Arm können wir uns auch nochmal angucken. Boah, das reicht schon. Das müssen wir gar nicht so doll verbunden haben. Gib dir mal ein bisschen... So, hier, bitteschön. Ja, danke. Muss ich dann hier bleiben gleich noch, oder? Ja, ich glaube... Also frühestens für Morgenvisite. Ja, alles gut. Können wir mir dann frische Klamotten gleich holen fahren? Dass ich was Frisches zum Anziehen habe. Kann dir jemand was bringen? Schwierig, ne? Gucken wir mal. Wir sprechen wir ab, sobald wir mehr im Dienst sind. Das war einmal das Absprechen. Kriegen wir bestimmt hin. Hey, jetzt ist es ruhig. Ich könnte mit Ihnen kurz fahren, ne? Oh, gut, dann kann, wenn du das gerne machen würdest, dann machen wir gleich Transport jetzt, fertig. Jetzt ist es noch ruhig.
daher aussieht. Nö, dann sehe ich da keine Probleme mit. Kann nur sagen, wo er hin will. Einfach nur kurz zu einem Kleidungsladen in der Ecke, muss nichts Besonderes sein. Ja, das ist auch gut. Also wenn du möchtest, können wir auch kurz zu dir nach Hause fahren, dass du dich im Kleiderschrank da mal durchguckst, was du da noch so hast. Ach, alles gut. Passt so. So. Gleich um die Ecke, da ist ja nicht. Ja, eben. So, da mache ich dir auch nochmal einen drüber. Sehr schön. Finde ich in Ordnung. Dann würde ich sagen, helf dir mal hoch. Der Doc nichts dagegen hat, nehme ich dich jetzt gleich mit, weil wer weiß, was jetzt ins. Alles gut. Und dann guck. Ein Rolli oder so oder nicht? War ich auch gerade überlegen, ne? Doch. Dann warte doch gerade. Hol dir einen Rolli. Dann hole ich dir einen Rolli. Automat. Maddox. Ja. Stimmt's, Fitz? Nein, nein, nicht, nein. Ihr Lieben, wo sind denn die Rollis abgeblieben? Da sind Kaffeevollautomat ist abgelaufen. Sind die nicht mehr drin? Nö, da ist kein einziger mehr drin. Woher der Hass? What the fuck? Da waren bestimmt 8 oder 10 Stück drin. Ja, meine ich auch, dass da gestern die standen hier ja, noch. Ja, außer dass ich von Klasse das Auto gefallen bin. Ganz gut, glaube ich. Ich bin auf sein Auto offen, wo die sind. Er fährt einfach los, er stand. Und doch waren sie noch da, als ich da war. Dienstag war ich nicht da. Ja, das ist das gleiche wie mein Auto. Das ist mich auch urplötzlich weg seit gestern. Ja, das ist das gleiche Problem. Bermuda-Dreieck im Krankenhaus. Ja, nee, mein stand bei mir zu Hause, deswegen aber. Achso, ja, das Bermuda-Dreieck ist ein bisschen sich vergrößert. Ja, ich bin ja im direkten Einzugsgebiet des Krankenhauses ja noch. Na dann. Apotheke, haben die welche? Ja, auch. Guck ich mal, ob ich da rankomme. Weiß ich nicht, funkst du durch. Schauen wir mal. Upsala, das war mich. Ob ich hier ein Rolli bekomme. Fritz, darfst du bitte einmal zur Apotheke kommen? Zu viel. Kann er mir auch gleich ein bisschen Propo noch geben. Also, ich benötige ein Rolli, ich benötige Propo in 500, brauche ich 7 Stück, in 100 brauche ich 10. Weil irgendwie habe ich seit den letzten 2 Tagen einen enormen Propo-Verbrauch. Ich brauche 7 mal 500 Milliliter Propo und 10 mal 100 Milliliter. Und einen Rolli. Und einen Dulli, genau. Ein Dulli? Ein Rolli-Dulli, genau, bitte schön. Ein Rolli-Dulli. Rolli-Dulli haben wir nicht. Ja, dann nehme ich auch ein Rollo. Rollator. Ja, Rollo spielt bei Pokémon mit. Ehrlich? Ich kenne Pokémon nicht. Ja, das ist der Bösewicht. Ach so. Also, der heißt Rollo. Nee. Nee, Rocket heißt. Nee, nicht Rollo. Ach, ja, ich habe keine Ahnung von. Pokémon war nicht meine Sache. Doch Rollo, glaub. Oder das ist ein Pokémon selbst. Weiß nicht. Ich danke dir. Jetzt habe ich wenigstens wieder ein bisschen Propo. Kann wieder meine Patienten bearbeiten. Na gut. Wunderbar, danke. Wunderbar, bitte schon. Hi, hi.
So, lässt du mich da mal ran? Bist du mal so nett, Norman? Norman? Ich kann mich auch so ein bisschen zu dir robben, kein Problem. Ja, alles gut. Warte, ich versuch mal vielleicht. Guck mal, da, bitteschön. Kriegen wir doch hin. Dann stütze ich dich einmal, dass du ein bisschen weiter vom Bett wegkommst. Das werde ich einmal da vorne hintragen. So. Und dann darfst du dich jetzt mal hier in den Rolli reinsetzen. Welchen Rolli? So. Gott, dann stelle ich dir jetzt noch gerade einmal die Füße ein. So, das sieht schon mal gut aus. Und da auch. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Wow. Kann ich die noch schieben? Ja, ich gehe gerade. Nee, alles gut. Das wird zwar schwer, aber ich kriege das schon hin. Wenn nicht, sage ich Bescheid. Alles gut. Ich mach dir mal die Tür auf. Hauptsache letztens noch über Drogen lustig gemacht, weil er in dem Rolli saß. Über dich lustig machen. Das ist richtig. Ja, der ist doch gar nicht da, glaube ich. Ey, glaube ich auch noch nicht. Doch, ist er. Gar nicht. Türen waren alle wieder dran und dann hat er gesagt, ich sag dir jetzt dann begleite ihn mal, ne? Fritz, ich fahr kurz mit Ihnen ins Kleidungsgeschäft, dass er sich mal neue Klamotten holen kann. Ja, der hat reingeschissen, das ist zum Rollstuhl. LST-Einteilung. Also Norman und Finn sind zusammen, weil wir nur zwei Türen haben. Soll ich Finn da mitnehmen jetzt dann gleich, oder? Nö. Also. Genau. Passt. Fahr ich mit ihnen schnell alleine. Genau, fahr gerade fix hin. Ist ja bei dir in guten Händen. Mann, jetzt habe ich das rausgelöscht hier. Ja. Ich bin behindert für eine Einteilung. So, jetzt. Ja, dann machen wir ganz allgemein noch Dispatch-System. Und die Ashley kommt noch mit dazu. Et voilà, dann sind wir jetzt nämlich schon im Dispatch-System eine Streife und dann tragen wir LT auch gleich noch mit ein. Ja, dann mache ich. Kann uns gleich stellen, Türchen. Genau. Ja, ne, wie gesagt, wurde gestern alles in die Luft gejagt, weil sich irgendein Sniper dachte, er muss hier rumballern wie ein Blöder und alle Fahrzeuge in die Luft jagen, was nur geht. Maverick hatten wir wohl einen neuen dazustehen, der ist dann auch gleich wieder rausgegangen. Ja, habe ich gehört von Ashley. Sie war im Polito, mit ihr Autoschrott, wollte sie mir Maverick abholen gehen. Der ist kaputt. Gehört. Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt gar nicht. Naja, wir hatten gestern tatsächlich auch einen unten in der Auffahrt zur Tiefgarage liegen. Ich bin da eben nicht lang gefahren. Ich weiß nicht, ob die Spezialfirma da war. Ja, die war schon da. Die haben den heute Morgen abgeholt. Ebony 30 meldet sich 10-7. Boah, bestimmt. Hätte ich mir gerne angeguckt, wie sie den da rausziehen. Kran und mit den Winden. Ja. War bestimmt interessant. Nimm die 30. Ich hab 13 verstanden. Nee, 30. 13 und 30. Wirklich? Darf ich schon außer Dienst gehen? Ich hab alles angefangen. Hey, Maddox. Von Schulen ist ja immer 30er-Zone, ne? Oder 20er. Ja. Weißt du, was der Vorteil daran ist? Ja, ich kann's mir denken. Die Pädophilen fahren immer langsam vorbei. Was? Oh, ist nicht wahr, ne? Jetzt weißt du, warum ich immer langsam bei Schuh vorbeifahre und Kindergärten.
Oh, Ashley haut schon ab. Ist verständlich. Aber Fritz, können wir die Scheiße jetzt endlich hinter uns bringen? Essen kannst du auf Toilette. Mann! Weißt, was ich meine? Ritterwahl. Wo ist denn die Dingens? Die Dingens? Delfinio. Die war gerade bei HP, die ist außer Dienst. Dann soll sie kommen. Probier die Nummer nicht. Du hast letztens gesagt, du hast ihre Nummer, dann bestell ja, ich sie. Ja, doch, ich, aber ich hab sie doch nicht. Herrlich. Herrlich, herrlich. Gut, ich habe jetzt geschrieben, Fritz Block möchte mit dir im MD reden. Maddox. Was willst du? Ich hab die Coco nicht getrunken. Komm her. Hi. Oh. Oh. Deine Liebe ist die beste Liebe. So, guck mal hier, siehst du das auch? Erstmal den Wasserstand markieren. Es ist, ey, es ist wahr. Mhm. Es ist wahr. Ja, glaub ich dir. Nur meine Hintertür bleibt, Jungfrau. Warum? Weil meine Hintertür Jungfrau bleibt. Ich glaube, ich weiß warum. Warum? Ja, wenn du einen Typen... Da draußen, oder, sieht gerade mit dem Rollstuhl rückwärts oder warum piepst da draußen? Was ist der Rescue? Wo ist eigentlich CJ? Das muss ich kaufen. Guck mal, du musst es mal so anschauen. Wenn du einen Typen oder eine Dame innig küsst, ne? Ja. Sie gleichzeitig von hinten so nimmst. Ja. Und dann ist es eigentlich so, als würdest du dir selbst dran saugen. Alter. Das ist doch der ganze Verdauungstrock zu hin, du. Nein, die Musik dazu gerade, Alter. Oh, lass an. Die Musik killt einfach. Nein! Los, habt ihr wirklich gesagt, der Block. Nee, jetzt alles gut, was haben Sie? Ja, doch, Sie sind beim MD. Rescue 1, Status 8, wieder im MD. Uns geht's gut, uns selbst. Die Isa ist nicht da. Aktuell nicht, ne. Na, du? Was für eine Therapiesitzung mal? Na, Crispy J. Geht's dir gut, Crispy? Wolltest du was? Nee. Wir fahren gleich ein bisschen durch die Gegend. Nee, wir fahren jetzt. Achso, du willst erst rauchen? Ja, dann rauch. Ja, schnell eine rauchen. Dann rauch eine. Ich kann froh sein, dass ich so gehandicapt bin. Nö, aber, bist du doch immer. Aber wenn ich die ISO sehe, dann sag ich dir Bescheid. Was du das machst? Ach, Alter. Was mach ich? Ich bin mir gerade echt auf meinen Raiders. Nee, der ist noch nicht da. Ich werd da gespuckt. Ja. Boah, ich schneide jetzt hier die Scheißbremsen durch. Ich hoffe, du rollst den nächsten Berg runter. Ah, wo ist mein Messer? Ja, ich gebe sonst auch gleich Logo Bescheid, wenn sie da ist. Zack, einmal. Ja. Und zweimal. Ah, ich hab die Rollste nächsten Berg runter. Ja, schon das MD, aber du hast halt wirklich Odiwak Goldi drin. Bitte, was ist dran? Wenn ich höre Oldie but Goldie, dann weiß ich, wer am anderen Ende ist. Bestell dir mal schöne Grüße vom Finn. Ey, Julieta, schöne Grüße vom Goldlöckchen. Genau. Oh Gott, Alter. Und vom gut riechenden Arzt. Genau, und vom gut riechenden Arzt, bitte. Und vom Flauschehemdchen. Und vom gut riechenden Arzt auch noch. Und vom Flexer Maddox. Und von Frau Pumuckl auch.
Jetzt gibt's eine Frau Pumuck. Bis dahin, Kollege, jetzt darf man sie sehen. Ach. Was hast du für... Nee, du hast kein MD verboten, nicht, dass ich wüsste. Hängt sie immer noch an dem wegen Terra? Sie darf immer herkommen. Du kannst immer herkommen, hätte ich jetzt gesagt. Also sagen ja unten auch. Ja, komm. Nee, gestern wurde sie weggeschickt wegen der Sperrzone. Ah, komm, du wurdest doch nur weggeschickt, weil Sperrzone war. Darum hattest du das Verbot gestern. Aber Sperrzone ist doch nicht mehr raus, von dem kannst du wieder kommen. Ja. Erscheinen reicht bitte. Nee, nur kommen. Kommen ist besser. Das müssen Sie jetzt definieren, Herr Hedges. Also warum? Nicht kommen im Sinne von kommen, sondern einfach ans MD anfahren. Fritz ist überfordert. Mein Gott, räum doch mal deinen Tisch auf. Nee. Ja, der Tresen sieht aber auch aus, ne? Ja, ich wollte gerade mal. Können wir gleich drüber sprechen? Ich glaube, der braucht gleich selber. Ich glaube, der braucht gleich selber ein psychologisches Gespräch, so wie der Tresen aussieht, ey. In Klammern psychologisches Gespräch. In Klammern psychologisches Gespräch ist richtig. Oh nö. Wenn man kurz so nach dem Motto, ich bin mal kurz weg und wieder da. Hast du das schon geändert? Mit Besuch empfangen. Mach ich jetzt. Wie ist die Änderung? Wahrscheinlich alle außer Maddox. Ich will keinen Besuch haben. Okay. Oh, der war ja mal. Jason, der war gut. Alter, der war immer sowas von feucht, Alter. Biogasanlage. Ich versorge das. Keine Heizkosten, Alter. Er macht einfach ja, selber, Alter. Methangas, Alter, und Biogasanlage oben raus. Ja, ich hab das schon. Ich hab dir das nochmal aktualisiert. Kein Besuch auf Patienten. Herr Maddox, gerne. Wenn dich die Frau sagt, ob du ein Gummi hast, was verstehst du darunter? Nochmal die Frage. Wenn die Frau sagt, ob du ein Gummi hast, was verstehst du darunter? Ein Haargummi natürlich. Also ja, ein Haargummi brauchst du ja nicht, da kannst du auch festhalten. Also, Finn versteht immer Haargummi. Also bei Finn würde ich Haargummi verstehen, weil er halt so lange Haare hat und selber einen Zopf macht. Ja, seine Haare kannst du auch zusammen. Aber hat man immer ein Gummi dabei, falls das eine kaputt geht. Hey. Weißt du, wenn ich mit offenen Haaren aussteige, ne? Und dann so den Kopf zur Seite und die Mähne dann Wind weht, ne? Aha. Dann siehst du ja von hinten aus wie eine Frau. Ja, ganz genau. Ja. Moment. Mach mal deine Haare auf, Finn. Ja, warte. Nee. So. Ich glaube, ich brauche beide Hände. Ich kann da gar nicht so richtig ran ans Gummi. So, und jetzt drehe ich mich um. So, und pass auf. Und jetzt bewege ich den Kopf einmal. Hopp, und nach links. Und? Junge. Und wenn ich jetzt hier noch so ganz gemütlich so... Ey, Puppe. Ja. Brustfach. Ah, nee, doch nicht. Siehst du, deswegen trage ich mein Dutt. Lass mal wieder zusammenwickeln. Ja. Aber der wollte Gleis 9¾ suchen. Du brauchst auf die Ehe. Mit Scheibenkabel. Stell dir mal vor, er ist auf Toilette, hat die Haare nicht zusammengebunden und noch, ja. Und hat immer schön an der Baustelle vorbeifahren, ne? Da steht da Pissoir, Alter, und dann einer. Jo, what's up, homie? Alles klar. So. Also wenn du Hogwarts suchst da draußen, ne? Also Gleis 9¾ ist um die Ecke, ne? Aber mit Anlauf, einfach bitte. Ganz viel Anlauf. Genau das war. Ja. Weg ist er. Ja, siehst du, funktioniert. Das wären ihre letzten Worte gewesen. Rennschlampe, renn! Lauf, Schlampe, lauf! Hey, warte, ich fahr noch mit. Du, der steht immer noch! War hier keine halben Sachen! Oh, ne. Ich will auch! Zack! Geh weg von mir! Hat's noch nicht gereicht mit der Boiler? Nichts gut. Nee, jetzt tut mein rechter Arm weh. Ach, mein Auge macht weh. Habt ihr selber Schuld. So. Er fährt eiskalt drüber. Die Rescue 1 ist Status 1. Burnout. Okay, Burnout. Piep, piep.
Piep. Viel Spaß beim Rückwärtsfahren. So. Aber wir machen es natürlich ganz einfach. Wir tun uns das nicht mehr an. So, bitte einmal zum PD. Ja, Norm. Tolle Tage, ne? Die letzten. Ja. Ich hoffe, heute bleibt das mal ein bisschen ruhig. Du hast es schon wieder getriggert. Ja, es reicht irgendwo. Also es ist echt voll bis oben. Weißt du? Das ist zu viel. Also ich habe in den letzten 2 Tagen, ich glaube, 6 Liter Propofol verbraucht. Womit ich eigentlich ganz entspannt einen Monat mit auskomme. Und ich habe jetzt noch nicht mal mehr die Verbandspäckchen, Mulbinden und das ganze Epi-Zeug mit eingerechnet. Sondern wirklich... Ja, gleichfalls. Sondern wirklich nur, was Propofol durchgegangen ist, weil da hatte ich immer 10-10 dabei gehabt, da war nicht... Also ich musste gestern dieses Fahrzeug wieder bestücken, weil Jason ja alles geplündert hat. Ja, natürlich, dafür ist es doch da. Ja, nein, sag ich ja nicht. Ich gerne kein Negativ oder so. Nein, das habe ich auch nicht so verstanden. Das ist auch das erste Mal gewesen, weil ich bin da gar nicht für zuständig. Aber es muss ja eben halt was drin sein, ne? Rechts. Falls noch mal was sein sollte oder so. Ja, genau. Genau aus diesen Gründen. Das finde ich also schön, dass ihr die Möglichkeit habt, eure Fahrzeuge zu bestücken, damit wir und ihr bei solchen Ausnahmesituationen, wie wir es jetzt hatten, wir einfach noch ja, bereit sind, noch zu behandeln. Wir haben auch unsere Liste ein bisschen verändert. Hier sind keine Dietriche mehr auf dem Fahrzeug. Das haben wir rausgenommen und das Schmerzmittel genauso. So, dann kannst du da mal parken. Rescue 1, Status 2 PD. Jetzt hier? Mein Auto ist weg. Und weil ich mein Auto mag und es eigentlich auch bräuchte, muss ich mal gucken hier. Moin. Moin. Hey. Was soll ich tun? Oh, mein Auto ist weg. Das habe ich mir gestern vor dem Haus abgestellt, heute Morgen war es nicht mehr da. Wolltest du es geortet haben? Ja. Muss ich ja. Kennzeichen für mich. F-I-N-N. F-I-N-N. Ja. Wo soll es denn gestanden haben? Gestanden hatte es. Ich habe es abgestellt. Ich gucke gerade einfach mal. 81-29. 81-28 dann. Ach, da. Geh ruhig ran, ist wichtig vielleicht. Die Leitschlüsse ist, die Sie sprechen. Mal kurz raus. Alles klar.
Wie gesagt, ich werde versuchen, es jetzt zu orten. Die Ortung, wenn wir den finden sollten, kostet dann $350. Das weiß ich. Das ist nicht das Problem. Ich guck mal. Alles klar. Check. Sind vier. So, das Fazit, das soll genau da stehen, wo du es mir beschrieben hast. Okay, dann darfst du es mal ausstellen, bitte. Ja, das ist wahrscheinlich wieder so, dass es nächsten Stunden oder morgen dann da stehen wird. Alles gut. Ich wollte nur aufgrund der Situation von gestern, wenn es da nicht gestanden hätte, wo ich es abgestellt habe, hätte ich es als gestohlen gemeldet müssen, weil es da irgendwelche Straftaten mit begonnen wären, dass es nicht auf mich zurückfällt. Aber wenn es da steht, wo ich einfach nicht so doof war zu gucken, bezahle ich die 350 und alles ist happy. Okay, okay. Mach mal ruhig, ich hab Zeit. Die Leitstelle ist alles. Wir können ja gleich nochmal gucken fahren. Brauchen wir nicht. War das? Du müsstest es bekommen haben. Alles klar. So, dann eine Rechnung, die ich dann mit beglichen habe. Vielen Dank. Perfekt. Und dann wünsche ich euch einen angenehmen Dienst. Vielleicht heute mal das. Ja. Nicht so wie die letzten Tage, wäre echt super. Ja. Nur wenn was ist. Auf jeden Fall, ja. Natürlich rufen wir euch an, wenn irgendwas sein sollte. Ihr wisst das doch. Bis dahin. Ciao, ciao. Schön, ciao. So. Einfach mal ein bisschen wild durch die Gegend. War nicht gut. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Jetzt kommt. Dass sobald ich meinen Hauskredit abbezahlt habe, apropos, ich muss demnächst auch mal einen Bankautomat, ich muss ja der Stadt für Geld überweisen, meinen Hauskredit abbezahlt habe, dann werde ich Immobilienhai. Dann kaufe ich alle leerstehenden Immobilien auf. Dann? Und vermiete die für teures Geld. Anders? Wieso? Weiß ich doch nicht, ob man das kann. Müsste ich mal mit der Stadtverwaltung abklären. Ob es für die Immobilien... Deine Immobilien, hast du einen Schlüssel oder ein Zahlenschloss?
Schlüssel. Und den kannst du ja weitergeben, richtig? Rein theoretisch könntest du mir ja deinen Schlüssel geben. Ach so, meinst du das? Ja, also geht das. Hier ist ein Bankautomat. Ach so, ja, aber ich werde da nicht im Haushalt meine Bankgeschäfte machen. Das mache ich am DMD nachher. Alles gut, trotzdem, danke. Wir sind jetzt schon wieder, wieso haben wir jetzt einen Post vom LSMD bekommen? Ach so, Julietta. Alles gut. Frage in den Funk. Bei euch alles gut aufgrund des aktuellen Twitter-Postes? Keine Ahnung, was die geschrieben hat, aber ich glaube ja. Oder sollen wir mit der Kavallerie einrücken? Ne, wir sind nicht vor Ort, ihr seid ja vor Ort, ihr müsst uns das sagen, ob wir mit der Kavallerie kommen sollen. Also wenn das später dann noch mehr nackte MD-Leute stehen, dann nicht. Aber vielleicht noch ein paar nackte Officer vom PD. Dr. Love ist am Start. Alter, was geht denn jetzt bei Twitter ab? Naja, es sieht nicht so nach. Die haben alle Langeweile. Und wieder da. Die haben eindeutig Langeweile. Ach ja. Weiß ich nicht, ob man das unbedingt machen sollte. Ich finde das sehr, sehr kritisch. Immerhin sind die alle im Dienst gestempelt, ne? Das meine ich jetzt nicht. Das muss jeder selber für sich entscheiden, ob er das macht oder nicht. Ich meine jetzt mit den Häusern aufkaufen. Ach so, weil das meinst du? Gibst du keinen die Gelegenheit, der gerade neu dabei ist? Doch, also gebe ich ja. Ja, aber mit erhöhten Preisen. Und wieso das denn? Also so ein Haus kostet 45.000. Ja. So, wenn ich das kaufe und sage, du zahlst mir wöchentlich 2.000 oder 3.000, ist das doch in Ordnung. Ja, auch das Geld musst du erstmal zusammen haben, ne? Ja, aber das ist ja schneller gemacht, oder als 45 auf einen Schlag zu bezahlen. Ach so, und dann meinst du, willst du das jetzt so machen, dass wenn die 45 voll sind... Dann mache ich Plus. Genau, dann hast du recht, dann mache ich Plus. Überschreibst du ihnen dann das? Nein, das ist kein Mietkauf. Das meine ich dann. Wohnraum ist teuer in der Stadt. Ja, finde ich, weiß ich nicht. Wäre denn möglich, aber erstmal dauert das ja noch ganz lange. Ob es dann überhaupt noch Häuser gibt für einen günstigen schmalen Kurs. Immer noch die andere Frage, ne? Kannst ja dein Haus vermieten. Nee, das garantiert nicht. Und ich wohne im Hotel oder was? Aber auch ein Hotel kostet bis zu 400 Dollar. 800 ist das teuer. Ja, aber das, was ich immer drin war, hat 400 gekostet. Das war oben bei der Staatsbank das Hotel. Ja, das rote meine ich. Ja, ich meine, dass bei mir war es gelb auf der Karte markiert. Das liegt bei 400 Tagen. Wöchentlich. Da kann ich doch für ein eigenes Haus auch meinetwegen 2000 verlangen. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man machen könnte. Ja, aber was machst du, wenn du keine Mieter kriegst? Oh, dann habe ich ein zweites Haus, ne? Nö, dann hast du einfach
mal eben die Summe aus dem Fenster geworfen. Es bleibt ja nicht bei der Summe, sondern da kommt ja auch noch der Innenarchitekt mit dazu. Ne? Im Europark wird, glaube ich, nicht umgebaut. Nee. Achso, das wird nicht umgebaut? Na, da muss ich ja woanders gucken. Da muss ich ja Richtung Strand gucken. Richtig. Bin mir da jetzt aber gerade nicht ganz sicher. Also du wolltest doch mal anfragen bei der Stadt, weil du hast doch da oben eins. Ich hatte mit Ludger darüber gesprochen, der ist ja weggezogen, weil dass es da nicht die Möglichkeit gäbe. Habe ich das verstanden. Ja gut, am besten ist, du mal bringst das selber in Erfahrung. Dieses über drei Ecken ist immer so eine heikle Sache. Ich habe mal gehört von Kumpel, der gehört hat. Das ist immer so eine ganz heikle Sache. Ja. Nicht, dass ich dir nicht vertraue oder beziehungsweise anzweifle, aber am einfachsten ist einfach selber mal anzuschreiben, die Stadtverwaltung. Und die dazu anzufragen. Jetzt muss ich erstmal sparen. Das Geld dann mal über habe. Ich will es auf jeden Fall machen. Ich hatte auch gestern mit Isa gesprochen. Mhm. Vielleicht ziehe ich da auch wieder weg, dass ich mir. Du, ich kaufe dir deine gebrauchte Hütte für 20 ab, ne? Ja, da musst du schon 30 zahlen, weil ich kriege 27. Dass ich nicht Verlust mache, weil ich kann es verkaufen für 27. Ja, hast du gekauft für 45? Ja, und verkaufen kann ich es an den Start wieder zurück für 27. Ja, dann kann ich dir auch 30 zahlen, so ist es nicht, ne? Oder 27,01, ne? Weil ich dir ja das. Ja, so. 30, ich würde schon so auf 30, 35 ansetzen. Meinst du? Ja. Auf die Person drauf. Ach so. Deswegen wollte ich dir ja auch nur deswegen wollte ich dir auch nur 20 zahlen. Nein. Nein. Wenn fies, dann richtig fies. Dann geht's von beiden Seiten. So. Nein. Nein, ich sage immer, ich bin ein Typ, der auch also eigentlich 30, immer fair ist. 30 hört sich gut an, würdest du kriegen von mir. Aber wie gesagt, ich muss erstmal meine Sachen jetzt hier auf Reihe kriegen. Ja, ja, bring erstmal deine Sachen auf der Reihe. Weil ich muss ja auch erstmal meine Hütte abbezahlen, damit ich da, genau, da den Fuß reinsetzen kann und sage, okay, ich mach das mit diesen Häuser ankaufen, verkaufen oder vermieten. Ich muss erstmal mein Auto abbezahlen. Ist richtig, das mache auch alles. Ganz in Ruhe. Ich brauche noch ein paar bisschen bald. Ich hab Zeit der Welt jetzt. Weil ich könnte es ja auch natürlich als Gewerbe machen lassen. Ich könnte ja zur Stadt gehen und sagen, dass es. Das kann ich mir vorstellen, dass ich das nebenbei noch mache. Ja. Und ja, alles klar. Dankeschön, Nico. Hast auf mich aufgepasst. Danke, danke. Ja, wobei die Sache mit den Immobilien vielleicht keine so schlechte Idee ist, aber die Frage ist, da müssen die Objekte stimmen. Da muss im Europark da oben komplett den Kreisel aufkaufen. Da steht mich noch eins. Ich glaube, das. Oder eins von den beiden. Ich glaube, das hier. Das ist noch frei. Das gehört ja. Hier vorne müsste das von denen, mit denen ich mitfahre, sein. Und dann müsstest du die beiden Häuser auf jeden Fall schon mal kaufen, damit du erstmal da, da die Nachfrage, erstmal das Angebot weggenommen hast. Da muss es eben so sein, ne? Ich meine, die sind auch schön hier. Aber echt, das ist ein Haufen Kohle, was du dann ausgibst, ne? Du müsstest ja dann, wenn du das wirklich machen oder spielen möchtest, dann müsstest du ja hier eventuell auch nochmal irgendein Haus haben für jemand, der hier wohnen möchte. Hier vielleicht ein, zwei Häuser. Das Haus würde ich persönlich jetzt kein Haus kaufen, aber im Endeffekt kannst du dann sagen, okay, dann kaufst du dir noch ein. Dass du die Option hast, das von der Stadt anzukaufen, mit einer eines Haus haben will.
Ich finde das gar nicht mal so schlecht, wenn du irgendwie, dass du mit der Stadt sprichst, sagst, pass auf, Vermarktung der Häuser nur über Person XY und dann dementsprechend verkauft die Stadt oder der Staat das dann die Person an den Makler und der Makler formiert das dann, das Haus. Aber extrem, guck mal, ich bin mit einem MD schon so extrem eingespannt. Wäre aber eine tolle Idee für jemanden, der noch keinen Job hat und der auch so einen scheiß Bock hat. Dass du einfach sagen könntest, so machen wir das. Also wie ich das mitgekriegt habe, kannst du kaufen und verkaufen. Das ist dann schon mal gut mit Verlust, aber andersrum, Angebot und Nachfrage. Du kaufst ihm das jetzt für 30 ab und bietest für 60 an. Hast schon mal 100% Gewinn gemacht, ne? Wenn hier alles weg ist. Aber schöner wäre es natürlich noch, wenn du hier den Mist auch noch ausbauen könntest dann. Naja. Kommt Zeit, kommt Rat. Hast du mal gegengerechnet, wie lange du abzahlst? Ja. Sollst Maul haben oder was? Verpiss dich. Und wie lange? Hey, du bist aber auch nett, ne? Schmaulst an, verpiss dich und fährst selber. Ich muss noch, ja, warte. Hätten wir das irgendwo auf dem Blog mal aufgeschrieben? Hunderttausend muss ich noch abzahlen. Einschließlich dieser Woche. Also ist ja gar nicht mehr so viel. Immerhin habe ich ja schon 30.000 überwiesen. Wie viel zahlst du denn immer? Zähne. 10.000 pro Woche. Ja. Willst du mir jetzt sagen, dass du schon 10 Wochen bezahlst? Nein, ich hatte ein hohes Eigenkapital. Achso. Okay. Also ich habe eigentlich vor, wenn das jetzt von meinen Dienstzeiten her so passt, das in 3 Wochen bezahlt zu haben. Also ich kann jetzt noch mal gucken. Das sind 100.000 noch offen. Also ich muss heute überweisen, da sind noch 90.000 offen. Aktuell habe ich knapp... Wie viel hast du dir denn geliehen? 135. 140, Entschuldigung. 60 hast du selber mitgebracht? Ja. Okay. Also aktuell habe ich knapp 50.000 auf dem Konto. Also... Wenn ich noch ein paar Schichten mache, dann sollte das eigentlich nächste Woche abbezahlt sein. Ja gut, dann übernächste Woche, aber bis dahin muss es dann weg sein. Ja gut, also bei mir dauert das, bis ich das mit dem Haus machen kann, wenigstens noch 6 Monate. Ja, ganz entspannt. Wenn ich das mache, dann brauche ich mehrere Millionen schon auf dem Konto, weil ich ja dann auch ein paar andere Objekte anbieten möchte. Ne? Kurz nur erwähnt. Ja. Kann dir Bescheid sagen, wenn das bei mir dann akut wird. Also ich denke mal, die 2 Millionen werde ich dann Ende April dann auf dem Konto haben, um dann die halbe Stadt aufkaufen zu können. Nein,
Soweit. Ich meine, die Idee ist nicht schlecht, aber ob sie realisierbar ist, ist immer so eine Sache. Aber du gehst natürlich ein extrem hohes Risiko ein, wenn du mit deinem eigenen Geld arbeitest und nicht mit dem Geld, nicht mit so einer Art Firmenkonto. Weiß nicht, ob du das unbedingt machen solltest. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil wenn du eine Firma aufmachst, ist es okay, dann ist es nicht dein Geld, sondern das ist ja sozusagen dann Wert der Firma. Aber mit deinem eigenen Geld ist es immer so eine heikle Sache, weil das ist dann weg. Kann ich dir auch meine Bankverbindung geben und dann kannst du mir das Geld auf mein Konto überweisen. Warum sollte ich? Weißt du, ich meine nur als Beispiel jetzt. Das wäre dann genauso weg. Ja, ja, das ist richtig. Verstehst das, du, wie ich meine? Ja, natürlich verstehe ich das, wie du meinst. Das ist es wie weggepufft dann. Also wenn das Ding in die Hose geht, ist das Geld weggepufft, genau. Hast du die Immobilie verloren, hast dein Geld verloren und hast eigentlich nur mal... Ja. Die Immobilie hast du ja, weil die Immobilie hast du ja gekauft, nur... Ja, du musst natürlich auch jemanden finden, der die mietet, ne? Oder kaufen möchte. Für mehr Geld, als was du bezahlt hast. Du willst ja Gewinn machen. Ist der Sinn und Zweck eines Handels. Richtig. Du kaufst etwas und willst es dadurch dein Geld ja vermehren. Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, du weißt doch, nur Risk, nur Fun, ne? Ja, eine Seite schon. Aber es lohnt sich einfach. Also in meinen Augen lohnt sich das noch nicht. Dafür sind zu wenig Einwohner hier. Ja, das ist wahrscheinlich das Argument, was momentan dagegen spricht. Das solltest du dir natürlich auch noch... Der Markt, also die Häuser sind da, aber der Markt genau. Ist, es gibt nicht genug Interessenten dafür? Interessenten. Richtig. Dafür. Kaufst ein Objekt für 100.000. Möchtest du wenigstens 150.000, musst du es verkaufen, um Gewinn zu machen. Richtig. Sag ich jetzt mal so grob gesagt. Genau, du musst ja auch den Innenarchitekten rechnen, dann weißt du, dann hast du diese Immobilie gekauft. Dann hat die zwar den Wert X, aber du musst ja auch gucken, wie lange du behältst. Das musst du ja alles mit einrechnen in deiner Kalkulation. Richtig. Also musst du ja mehr nehmen, als was du gekauft hast. Und irgendwann ist ja dieser Markt oder diese Spirale so überdreht, dass du eigentlich gar nicht mehr verkaufen kannst, weil du zu viel verlangen musst dafür. Wenn die Immobilie 2-3 Monate auf Halde steht, dann hat die nur Unkosten gefressen und du willst ja die Unkosten raushaben. Und dann musst du sie ja für einen utopischen Preis nachher anbieten. Das wird dir keiner abkaufen. Außer wenn es Wohnungsmangel ist. Wenn es einen Wohnungsmangel gäbe, dann würde es mir einer abkaufen. Aber solange es keinen Wohnungsmangel gibt, ist es ein Spiel mit Rosinen eigentlich eher. Kann funktionieren, muss es aber nicht. Ja, das sollen... mit den Vermieten pro Woche mit 3.000 oder so, da greifst du ganz schön weit hoch, weil du musst immer mal gegenrechnen, was kannst du hier entsprechend erwirtschaften pro... Okay, 3.000 ist... Das ist nicht viel für eine Woche. Ist nicht viel, da hast du recht. Aber du musst dann eben halt jeden Tag am Ball bleiben, um dir auch was leisten zu können. Ne? Wenn jetzt ein Neueinreiser jetzt kommt, ja. Der muss ein Fahrzeug haben, der muss was zu fressen haben und was zu trinken haben. Ja. So, das heißt, und den Führerschein machen. Das heißt, das Startkapital, was er hat, was er ja mitbringt, wäre dann weg. Ja. Ja. So, das heißt, er muss quasi in irgendeiner Art und Weise Erntehelfer machen oder sonst irgendwas etc. pp. Ja, musste ich auch. Muss jeder von uns. Und ich hatte so wenig Kohle, dass ich mir nicht mal ein Hotel leisten konnte, sondern habe unter der Brücke gepennt. Ja, so. Aber die Möglichkeit, dass FDs wurde mir bei mir aufgefangen, ne? Ansonsten, wenn du dann natürlich diesen Weg nicht einschreitest oder einlenkst, dann stehst du natürlich unter die Brücke. Also ich hatte die ersten, ich war ja, bevor ich mit MD angefangen habe, war ich ja schon 3 Wochen im Start und habe dann zum Schluss unter der Brücke gepennt, weil ich einfach keine Kohle mehr hatte. Ja. Weil die Stütze das nicht ausgeglichen hat. Und ich bin nicht in die Haus gegangen und bin nicht nach Tweets for Life gegangen, weil die waren nämlich noch im Aufbau damals.
Das heißt, da war noch unklar, ob die Tour live stattfinden wird, ob es funktioniert. Ja, ich weiß gar nicht, was der macht. Tyrell jetzt aktuell? Der leitet das Streets for Life. Ja, was macht der? Was ist das? Das ist eine Anlaufstelle für Leute, die neu einreisen. Die kriegen dann ein Hotelzimmer für günstig Geld. Die werden durch die Gegend kutschiert. Die können sich erstmal. Das ist so eine Art Auffangstation, würde ich mal ganz ehrlich. Du kannst da für ein Appel und ein Ei kannst du da wohnen. Eher so eine Sozialstation. Jetzt nicht, dass die, wenn wir uns hier kurz hinstellen, dann kann ich kurz mal was in mir reinsetzen. Okay? Ja, alles klar. Aber wir reden weiter. Alles klar. Okay, gut, das wusste ich jetzt. Nee, das ist so eine... wenn du mal irgendwas Gutes tun willst, kannst du da mal über die Spenden nehmen, die immer gerne entgegen. Wo sind wir denn? Alt. Paleto Cove. Am Pöpöchen der Welt. Ja, mal mit das hochschicken. Schick mal mit jemand von euch vorne Maddox zu Fritz hoch. Muss einmal komplett zu dir. Man könnte aber ein Restaurant aufmachen. Ach, da haben wir auch schon so viele von. Also was wir jetzt wirklich nicht haben, ist eine Diskothek oder irgend sowas. Wir haben das, was wir haben, ist der Stripclub. Dann haben wir die Stranddisco, die man ja mieten kann. Das habe ich auch schon mal überlegt, ob man nicht eine Diskothek aufmacht. Aber das war noch zu der Zeit, bevor ich beim MD war. Da hatte ich auch noch Träume und Hoffnung. Das ist ja sprungartig durch Einstieg ins MD hier alles verloren gegangen. Eine keine schlechte Idee, ne? Einfach so ein Diskothek. Aber wir haben das Casey's Lounge zum Entspannen abends, haben wir ja auch. Dann haben wir die Pizzeria, wir haben oben das Weingut, wir haben unten die das, wo man die leckeren Kuchen essen kann. Cool Beans. Wir haben schon so viele Sachen, ganz tolle. Die alle so ganz interessant sind, wo man alle gar nicht überall hingehen kann, weil man ja auch nebenbei noch irgendwie Geld verdienen muss. Weil man immer so viel ausgibt bei den Leuten. Diskothek gar nicht schlecht. Ja, aber dann kannst du die auch nur am Wochenende öffnen. Freitag, Samstag. Sind natürlich für uns in unserem Beruf natürlich auch wieder schwierig, weil es unsere Haupttage sind hauptsächlich. Ne? Ja. Also ich weiß es nicht. Ich bin da echt über... Ich hätte auch gerne hier einen Fahrradladen aufgemacht, wo man sich Fahrräder ausleihen kann, um hier die Trails lang zu fahren. Das macht bestimmt auch richtig Spaß. Es gibt so viele Möglichkeiten, die du machen kannst, ne? Weil wenn du jetzt hier vorne gleich den Trail lang fährst, kurz vorm Tunnel, kannst du ja abbiegen.
Das ist auch ganz toll, da lang zu gehen und zu fahren. Oder hier Mount Chiliad runterballern mit einem Mountainbike. Also da gibt es die Möglichkeiten genug. Da muss man jetzt eben mal mit der Stadt durchsprechen, was da möglich ist. Weil wenn du Mount Chiliad runterballerst, also da einen Fahrradladen aufmachen möchtest, kannst du ja auch nur, ja, wenn draußen hell ist. Weil sonst hast du ja ein Riesenproblem. Jetzt wird es ja schon langsam gefährlich, wenn die Sonne so tief ist. Na ja, gut. Wiederum brauchst du natürlich auch vernünftige Angestellte, ne? Ja, da hört's doch schon wieder auf. Vernünftige Angestellte, weißt doch selber, wie das ist. Ja, du kannst ja nicht alles alleine machen, nur weil du hast auch mal Urlaub etc. pp. Ja, ja. Das hat man mal. Ah, wie gesagt, das sind alles nur Ideen. Kommt Zeit, kommt Rat. Fahrradladen oder so könnte man auch. Ein was? Fahrradladen. Fahrradladen? Keine schlechte Sache, ja. Ja, was gibt's denn bei Twitter Neues? So. Mhm.
schnell tanken fahren. Gut, tanken wird überbewertet, das weißt du, ne? 99, Start plus 1 mit einem RTW. Willst du schieben? Nein. Ungerne. Zu schwer die Hütte. Darum habe ich auch so manchmal das Gefühl, tanken braucht man eigentlich gar nicht, der Tank wird nie leer sein. Da hattest du mal gehabt, dass der Tank leer war. Weiterfahren konntest. Ich lasse es dazu erst gar nicht, komm. Junge, wo sind wir denn hier gelandet? Ich wäre jetzt glatt ohne dich gefahren. Ich hätte dich zurückgepfiffen über Funk. Warst du? Einmal geguckt. Ich habe mir die Tankstelle mal angeguckt. Aber viel laut. Habe ich gar nicht gesehen. Allah. Hm?
Was will ich denn hier? Ich habe keine Ahnung, warum du jetzt hier Richtung Fort Sankudu fährst. Eine Abfahrt vertan, die ist eine weiter. Noch anschieben. Du noch da? Ich träume gerade so vor mir hin. Hier war der Unfall gestern. In der Tankstelle ist er reingeknallt. Aha. Die hier hin. Hier. Das sieht aber schon schwer, gerade Fläche. Ich glaube, hier war. Ist auch egal. Ja, genau, hier war das. Da vom rechts reingefahren. Rausgekommen aus dem Feldweg. Ja, wie das zustande gekommen ist, keine Ahnung. Tja. Ja, komm, wir fahren mal eine Runde. Warst du artig? Das weiß ich nicht. Sag du es mir.
Mal gucken, ob deine Zellenpapiere schon fertig sind. Wird das überhaupt genutzt hier? Nee, ne? Bislang gab es noch gar keine großen Gerichtsverhandlungen. Aber es gibt schon in den letzten Stand bei uns ein großer Truck vor der Haustür vom vom Gefängnis. Ein Gefängnistransporter stand mal bei uns MD vor der Haustür. Ja. Da waren die Bargos drin. Genau. Warst du ja auch da an den Abend? Wir haben gefegt. Mhm. Krankenhaus bespuckt. Lass sie doch, wenn sie Spaß dran haben. Du weißt doch. Ich habe auch eine sehr feuchte Aussprache teilweise. Die geht auch mal durch die Maske durch. Bei so einer OP ist es echt unangebracht. Hast du das gesehen? Der drängelt mich ab. Ja, was? Man muss ja mal gucken, dass man da ein bisschen Spaß reinbringt. Der Hund, der. Bitte? Der Hund, der. Ja, immer. So. Und bislang scheint es ja ganz entspannt zu sein heute im Dienst. Vielen, vielen Dank für den Zehner. Hammer. Dankeschön. Ehre geht raus. Ehre geht raus. Danke nochmal für die 10 Euro Donation. So, wo fahren wir jetzt als... Guck mal, das ist PD. Ach, hier sind wir. Ja. Lassen wir gleich zurück zum MD fahren. Okay. Ja. Warte, ich guck einmal. Vielleicht sehe ich ja irgendwo was, wo wir jetzt nochmal ganz schnell ab. Doch HP. Lass mal zu HP fahren. Nicht HP, Blödsinn, zu Coopercast fahren. Da müsste ein RTW von uns stehen. Coopercast. Ja, hinter uns. So steht da ein RTW. Wie weit ist da jemand von uns? Da vorne steht doch ein RTW. Kannst jetzt nur nicht hinfahren, muss außen rumfahren. Ist mal Arsch, muss mal ganz dicht an der Tür parken. Da kommst du ja auch nicht mehr raus.
Stimmt auch wieder. Ist ja egal. Steige ich Feuer aus. Ja, das reicht doch schon so. Ah. MD-30 für MD-99. Haben die meine Erdbeere gepumpt? Hört. Kann es sein, dass Sie vor 16 Minuten einen Termin hatten? Guten Tag. Ich habe einen Termin. Guten Tag. Moin, moin. Wie ihr jetzt geparkt habt. Nein, wieder nicht. Termin vergessen? Ja, warte mal. Was kann ich für euch Gutes tun? Och, gar nichts. Ja, ich kam aber jetzt gerade in Notfallgespräch dazwischen, weil ich den Verdacht hatte, dass der Unfall gestern beabsichtigt war. Halt, die gucken wir nochmal ein bisschen rum. Dann kommt das Level nicht im Unfall. Der Mama. Na, Schnucki, was für ein Auto wollen wir jetzt kaufen? Am besten Cabrio, ne? Dann kann ich die Haare offen tragen. Ja. Hätte ich sogar eins direkt zum Mitnehmen. Ja. Ja. Frage, kann den zur Not jetzt irgendjemand kurz übernehmen? Hübscher ist gerade noch beschäftigt, aber alles gut. Okay, schau an. Kann ich dir jetzt schon sagen, da sind Ledersitze drin, ne? Ja, ist auch gut. Ja, aber weißt du, wie Leder auf Leder immer knirscht? Wenn ja, das macht nichts, aber Leder kriegst du aber leichter reinigen. Ja, aber wenn ich dann diese Ledergeschirr anhabe und du mich dann wieder hinten festkettest und ich mit der Maske und dem roten Ball auf dem Beifahrer festgeknebelt bin, das knirscht immer so laut. Das könnte dich bestimmt irritieren. Die Windgeräusche sind lauter. Weiß ich. Sogar recht erschwinglich. Was heißt bei dir recht erschwinglich? Normal würde er 55 kosten. Dadurch, dass es ein Ausstellungsmodell ist, würde ich den euch für 46.750 anbieten. Ich muss erst mein Haus abbezahlen und dann können wir darüber da reden. Dann kommt auf jeden Fall der Geländewagen weg. Also gib mir noch ein paar Wochen. So 2, 3. Nee, ist aber eigentlich schön. Achtung, Tür. Ja, alles gut. Die euch noch gegen die Schienbeine haue. Oh, das macht nichts. Der sieht, sieht schön aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal was anderes, außer immer diesen komischen Geländewagen, diesen Cavcade oder was das ist, wenn ich da fahre. Gib ihn auch in Zahlung. Nö. Noch nicht. Rein theoretisch bräuchte ich ja gar kein Auto. Ich kann mit dem Fahrrad zum MD fahren. Ja. Ah, aber du willst irgendwo anders hinfahren. Ja, das ist wohl wahr. Dann kann ich mich auch fahren lassen. Vergiss nicht, wir haben doch sonst immer noch diese schönen Sonnenuntergänge am Strand, ne? Oh, hör auf, bitte, komm. Ja, ne? Also das kannst du jetzt, das ist unser Ding. Das kannst du nicht jeden aufs Brot schmieren. Das ist doch unser Ding. Wir können nicht immer den RTW benutzen dafür. Ja, das ist wohl auch wahr. Aber da hat eine Liege drüber. So, ich glaube, ich sagte der Kollege viel zu viel gehört schon. Aber das war jetzt wenn ihr ein Fahrzeug braucht, wo er ein bisschen diskreter drin ist. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. So. Theoretisch hätte er da eigentlich tauschen können. Dann hätte er seinen Baller nämlich gar nicht erst abgeben brauchen. Hätte er direkt den Baller wieder mitnehmen. Ja, aber der große Vorteil ist beim RTW, da heißt Liege hinten schon gleich drinnen, ne? Hat natürlich auch einen riesen Vorteil. Was meinst du, was du da für viele Kettenspielchen machen kannst? Okay, ich will es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Alles gut. Ich habe voll die Bilder im Kopf. So. Du, das nächste Mal, wenn Gelb meine Geisel braucht, ne? Da. Da kommt der Finger rüber.
Ja, okay. Ich richte es denen aus, sollte ich die mal sehen. Ja, aber dann bitte nicht die Plüschhandschellen, sondern die mit Stacheldraht. Und auch die Maske mit den roten, die Maske mit dem roten Ball im Mund, ne? Weil er redet relativ viel. Okay, warte, ich notiere mir das. den Herrn Meier, wenn ich gelb sehe, den Herrn Meier anbieten als nächste Geisel. Und dann die Handschellen bitte mit Stacheldraht benutzen. Er ist auch sehr devot, also das ist kein Problem, wenn sie härter mit ihm umgehen. Okay, ist er gewohnt. Und das Safe Word ist Käsekuchen. Das ist ganz wichtig. Also wir machen mit Safe Word. Ich kann nicht immer alles verraten, dass ich von dir mal hart haben will. Ja, aber es ist doch wohl wichtig, wenn du mal von jemand anderen, dass er auch das Safe Word kennt, ne? Ja. So, lass uns weiterfahren. Ich möchte gerne zurück ins MD. Ich mag nicht mehr. Ja, die letzten Tage waren so hart für uns. Also wirklich. Ja, das glaube ich. Zu aggressiv. Er hat den Preis gesehen. Wahrscheinlich. Hey, ja, ich weiß, was ich bin. Hey, erst so. Machst du mich heiß und dann lässt du mich liegen wie eine heiße Kartoffel. Entschuldige bitte. Hilfe? Hilfe, was? Drogo-Käsekuchen. Drogo-Käsekuchen. Ja, ich störe euch nicht. Macht euch was ihr wollt. Da kann ich überlegen. Furia? Fährst du vor? Ja, ich danke dir. Aber trotzdem hat mir der Wagen echt gefallen. Also, du willst jetzt wirklich ein Auto hin? Nein, erstmal zahle ich mein Haus ab. So, und wenn ich das abbezahlt habe, dann hole ich mir das Cabrio-Coupé. Den da? Ja, sowas in der Art. Das ist also eigentlich schon... Es hat Understatement. Das finde ich gar nicht so schlecht. Müsste ich dann aber auch mal einmal mindestens Probe fahren damit. Was willst du jetzt bei einem MD? Keine Ahnung. Mal gucken, was da so abgeht, ne? Weil draußen läuft ja momentan nichts. Wir fahren jetzt gut eine Stunde draußen rum, glaube ich. Hallo, Blondie. Wow, das war auch. Mhm. Aha. Mhm. Die Initialen waren noch einer von den Vagos, ne? JD? Okay, dann fahren wir mal ein bisschen um die herum. Gucken, ob wir irgendwas finden. Weil komischerweise, wenn ich immer dieses höre, was geht ab, dann danach knallt es irgendwo. So, da kannst du mal zurückschreiben. Dicke, fette Party im MD. Aber normalerweise sieht er die Bilder ja, die ja jemand gepostet hat. Ach. Wir fahren unten rum. Also wir fahren nochmal rum. Da steht ein Jason. War ganz entspannt. Ja, weiterfahren. Kannst ja mal zu meinem Haus fahren, guck mein Auto.
Deswegen... Lenk mich mal bitte, weil ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Fahrt doch ein bisschen weiter. Wir müssen an der Stadtpark, nicht am Stadtpark, sondern an die nächste rechts sozusagen. Wow, der war schnell. Ja. Dachte ich mir auch gerade so. Wow, er hat nur so einen Pfeil gesehen, da über den Asphalt schlägt. Ich möchte gerne mal mit den Herrn Wiedemann sprechen. Ja, dann mach das doch einfach mal. Wegen das Haus. Sehr gut, dann kann ich auch mein Ding überweisen. War keiner da? Ja, schubst mich doch nicht weg. Entschuldige, Schnucki. Leitstelle ist nicht besetzt. Hatte der es heute da? Na, das kann ich dir nicht sagen. So, dann haben wir das. Dann haben wir 10.000 weniger. Nächste PD hast du 10.000 wieder mehr. Ja, natürlich. Ich kann nichts dafür, dass ihr beim FD nichts verdient. So. Nein, Blödsinn. Das ist bei uns echt extrem und total wenig Unterschied. Und für das, was ich alles mache, kriege ich einfach viel zu wenig Geld. Ja, zu den anderen. Aber ich beschwere mich nicht, weil ich kriege gutes Geld. Fahr mal, wo ich gerade aus der Straße sozusagen folgen, den Straßenverlauf. Straßenverlauf folgen? Ja. War das nicht hier rein? Nein. Okay. War zu früh. War hier jetzt rechts. Ja, brauchst du aber nicht reinfahren. Kannst du weiterfahren, alles gut. Wolltest du doch dahin? Nein, ich wollte nur mal gucken. Das Auto da steht. Ja. Ja, siehst du das von der Straße oder wie? Ich hätte es gesehen, wenn es da gestanden hätte, aber jetzt, wie die sagt, es würde da stehen. Dann glaube ich da auch an. War der nicht gerade gelb? War gelb, ja. Nein, so sind wir ja nicht. Warte. Wie bist du denn drauf? Ey, was machst du jetzt? Der ist gelb gewesen. Du wolltest ihm was sagen. Ich wollte dir nichts sagen. Nee? Nein, es sei denn, du wolltest ihm was sagen, aber jetzt abgehauen. Kannst nach links fahren, genau. Hättest du auch. Da können wir auch mal gucken. Er hat eine gelbe Hose an. Zählt ja wohl nicht. Ab zum Strand, Sonnenuntergang beobachten. Das geile Bild an, das sieht doch voll geil aus. Oder nicht? Meinst du? Ja, ich finde das schön. Ja, ist ja gut, ich fahre ja schon.
brauchst nicht rot werden. Ja. Bin nun mal so ein schüchterner Typ. Stopp. 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 Da hast du was Gelbes. Ich hab damit nichts am Hut. Auch. Man hier überhaupt? Da wo du eben auch schon warst. Selbst Drogo denkt, dass er das mit Absicht gemacht hat mit der Tanksäule. Boah, schwierig. Ich weiß es nicht. Natürlich kann es sein, dass er einen Fahrfehler gemacht hat. Den Street for Life mal ein bisschen erschrecken. Der fährt da vorne mit seiner kleinen Schnugel. Blaulicht da machen? Ich fahr doch nicht. Du bist doch der Kommandant hier auf dem Auto. Kurze Pause. Da weiter. Mir ist es egal. Mach mal, wie du es so richtig hältst. Du bist Fahrer. Kannst mitentscheiden. Ich habe dich alleine das Sagen. Nur eine kurze Raucherpause. Alles klar. Deiner Hand. Bitte? Mit deiner Hand. Nein, gebe ich dir jetzt nicht. Mal gucken, was da los ist, ob die Hilfe brauchen. Da ist er schon. Ei, ei. Guten Tag. Schade. Also kann keinen Besuch empfangen momentan. Na gut, dann versuche ich es morgen nochmal. Ja. Gut, Tyrell, wir ziehen wieder ab. Wir ziehen wieder ab. Alles tschüss. Schön vorsichtig fahren. Tschüss. Und Ashley, wie steht's, wie geht's? Warte kurz. MD99, Herr Brenner war gerade hier für Clay. CJ. Wiederholen? Herr Brenner war gerade hier für CJ. Okay, warum?
Er wollte ihn besuchen kommen und dann habe ich gesagt, das geht momentan nicht. Mal kurz vor der Tür. Alles klar, viel Spaß. Wie geht's dir? War das jetzt richtig, Jan? Ja, das war vollkommen richtig, okay. Weil TJ gar keinen Besuch empfangen möchte. Vor allen Dingen, angeblich ist er gerade eben nach HP gefahren mit der 99. Das kann gut möglich sein, die sind unterwegs. Ja, aber schon etwas länger. Ja, die sind schon ein bisschen länger unterwegs. Wir haben sie eben bei Cooper Cars gefunden. Okay. Naja, egal. Ja, aber es hat ja einen Grund. Also wenn er es nicht möchte, dann möchte er es nicht. Dann müssen wir es respektieren, dann müssen wir es so weitergehen. Ja. Wir hinterfragen das dann auch nicht. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Nee, wenn er gleich hier ist, sage ich nur einmal, dass der Brenner da war und einen Blumenstrauß hinterlassen wollte. Ja, ein schönes Bouquet. So. Jetzt muss ich noch ganz fix 60.000 auftreiben. Das wären lange Schichten. Um 60.000. Damit ich mir meine Hütte abbezahlen kann. Ach so. Hast du dir jetzt noch eine Gold? Nein, mir reichte die eine. Ach so. Ich habe mir erst. Nee, weil du letztens gesagt hast, noch eine zweite. Ja, ich habe mir so überlegt, mal durchgespielt, aber da musst du schon so viele Häuser kaufen, um den Markt aufzukaufen, um damit den Preis zu bestimmen, dass sich das dann effektiv gar nicht lohnt. Stimmt. Du willst ja keinen Verlust dran machen. Und du willst ja Gewinn dran machen. Also musst du ja dann alles aufkaufen, was möglich ist, um damit den Preis zu zu diktieren. 10-4. Oh, reidi mal. Na, ich finde alles schick. Ja, na klar. Aber HP statt ein schönes Auto, ein schönes Cabriolet, schönes Coupé. Okay. War auch gar nicht so. Was für eine? Nee, nicht wirklich, aber ganz schön lang war er. Der Cock. Cock muss hin? Nee, Cock Cabrio. Also ja. Doch, der heißt Cock. Ja, Cock muss hin, die Cabrio. Aber könnte aber auch der Dings da sein. Der Winter Drop wahrscheinlich. Oder? Nee, der nicht. Das heißt, wie hieß der erste Name nochmal? Was war da? Sentinel? Cabrio. Sentica, ne? Oder ist das, ne? Cognoscenti. Cognoscenti. Kann sein, dass der das ist, ja. Wie heißt denn der andere? Ah, der Cabucinara. Sollte sollte neu 55 kosten. Ausstellungsstück. Mit Stoffdach oder festen Dach? Stoffdach. Na, dann ist es gar nichts von beiden. Ach so. Aber ein langes Cabrio mit Stoffdach? Ja, das muss der Dings der Winzer sein. Nee. Ah doch, ja. Muss ja Winzer sein. Ja. Weil Sentinel Classic Cabrio hat auch ein festes Dach. Oder ein Tornado Custom. Was ja, Älteres oder was Neueres? Was Neueres. Nee, dann ist der Winzer. Auf jeden Fall sah der gar nicht so schlecht aus. Und für 55 und als Ausstellungsstück kriegst du dann nochmal 10%. Oder was? Für 55? Also er hätte jetzt, glaube ich, 47 gekostet. Stand der bei Cooper Cars oder was? Ja, der steht bei Cooper Cars in Ausstellung. Okay. War auch, hatte relativ viel Understatement. Also es weiß ich nicht, irgendwie so eine Kasper-Kälte, sondern eigentlich so ein gepflegtes Auto, ne? Farbmäßig? Dunkelblau, grau. Grau-blau war es. Vielleicht noch der Surano, der hat auch einen Stoff. Boah, das weiß ich nicht. Müssen wir wohl mal alles vom MD aus dahin eiern und aber nochmal nachgucken. Der ist auch relativ lang. Stoffdach. So, Diabetes, EKG. Wo ist denn eigentlich FD07? Draußen, eine Perzen. Alrighty.
Da pfeift die Lunge wohl. Ist Norman FD 07? Jo. Ja. Ich denke mal, bei dir ist heute wieder um 10 Feierabend, Finn, ne? Ja, so um den Dreh, genau. Da muss ich schon mal so ungefähr planen, wer wie wann wo. Da ist... Ja gut, Gleitstellentörtchen, das können wir ja dann raussetzen. Wo ist denn das? Feierabend. Ach, hat schon Feierabend, das Gleitstellentörtchen. Ja, ist okay. Gleitstellentörtchen hat Feierabend gemacht, ja. Und wird ja mal Zeit, dass hier... dass du auch mal Leitstellentörtchen wirst. Ja, das kriegen wir hin. Ja, so schwer ist das gar nicht. Kriegt man schon gewuppt. Ich schub's dann einfach hinter der Theke einen von den beiden weg und dann setze ich mich dahin. Backpfeife in den Nacken und dann... Ich gucke gerade die ganze Zeit, irgendwelche Seiten Richtung Ausbildung gibt es nicht auf der Seite, oder? Nee. Okay. Ja. Hola. Ja. Frage, wie ist die Lage am MD? Oh, total entspannt. Sind vier. Ach so, aber ist alles okay, warum? Mach ich. Okay. Bis dann. Ja, mir geht's gut. Heute ist ein ruhiger Tag. Sie hat's getriggert. Sie hat's getriggert. Habe ich schon dreimal. Er sagt, ich hab's getriggert. Habe ich schon dreimal. Heute ist einfach okay. Echt? Ja, okay. Ey. Da hast du schon recht. Dann wünsche ich dir einen ruhigen Dienst. Hey, du verdienst wenigstens Geld dadurch. Ja, aber ich möchte keine Patienten heute behandeln. Also wünsche ich dir einen ruhigen Dienst und bei mir ist alles okay. Ja, genau. Ja.
Ja, du meldest dich viel zu wenig. Indirekt wollte ich dich im ersten Moment umbringen, im zweiten Moment habe ich es aber verstanden. Okay, aber ich stehe da ganz, ganz, ganz unten. Doch, ich sag dir nur eins. Warte. Ich gebe ein Stück beiseite. So. Warum hat er jetzt gefragt, wie die Lage ist? Das muss ja einen Grund haben. So, warum hat er jetzt gefragt, wie die Lage ist? Das muss ja einen Grund haben. Genau, einfach vielleicht wissen wir, wie viel los ist. Oh, gut, dann. Guck, da ist mein Fahrer. Jawohl. So, Norm. Sattel mal die Pferde, es geht weiter. Geht weiter? Dann jo. Los. Lass uns mal gucken, so ein bisschen Illumination, so die Hotspots anfahren. Einmal nur mal rüber gucken. So. Erst das gesetzt. Rescue 1, Status 1. Seit 4. Scheiße. Rutsch mal rum. Ich kann aussteigen. Und du kannst versuchen, über den Beifahrersitz zu klettern. Ja. Gebe ich ihn da ein? Du steigst einfach ein. Dann kannst du aber bestimmt auf den Fahrersitz springen. Mache ich das? Rüberklettern?
Steig mal aus. Probier. So, wenn kannst versuchen einzusteigen, dann helfe ich dir über den Sitz, wenn es geht. Frage in den Funk, wurde der Teller schon entlassen? Danke. Ja, siehst du, so einfach ging das doch. Nicht, dass ich wüsste. Das letzte, was ich mit ihm gestern gesehen habe, war, dass er auf Toilette ging. Sind wir. Terra überhaupt? Heute den freien Tag? Mal mit was? Das weiß ich nicht. Wenn sie sagt, sie will heute den freien Tag haben, dann nimmt sie sich einen freien Tag. Als Leitung vom MD kann man sich das ja aussuchen. Fahr mal die nächste rechts. Also nicht die jetzt. Fahr mal rechts rein. Fahr mal darüber über die Straße. Okay, gib mal mit. Fahr mal ein bisschen schneller. Achso, wer ist noch geradeaus? Stopp! 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 Zurück. Der wurde doch gerade angefahren. Halt an, halt an, halt an. Alles gut bei Ihnen? Alles gut? Ja, vielleicht, weiß nicht. Sie wurden doch gerade, wenn Sie möchten, können wir, aber Sie wurden doch gerade vom Auto erwischt. Ja. Aber irgendwie habe ich wohl zu viel Drogenintos. Ei, ei, ei. Oh, wir können uns das gerne angucken, wenn Sie das möchten. Ja, bitte. Wir waren doch nur einkaufen. Was ist denn mit dir? Aber mein Lieblingsdoktor, der macht das schon. So. Rescue 1, Status 7. 5. 4, 4, 4. Jo, so wunderschön. Ja, wunderschön. Wenn ich vom Auto angefahren werde. Alles gut? Hi, ja, hey, ja, wurde gerade vom Auto erwischt. Wir sind durch dummen Zufall vorbeigekommen und haben das gerade nur gesehen und dachten, na komm, helfen wir gerade. Okay. Ist der weitergefahren oder? Ja, der ist weitergefahren. Ja, das war so ein einheimischer Spasti. Okay. Sie haben nicht zufällig was von Schüssen da hinten in der Grove Street mitbekommen, oder? Wir wollten da gerade hin, Mann. Oder kam es da? Wollten Sie da? Immer auf die Schüsse zu. Nein, wir sind durch dummen Zufall vorbeigekommen. Ja gut, okay, dann trotzdem an Ihnen eine gute Besserung. Danke. Danke. Ja. Schauen Sie mal nach, was da unten da ist. Nicht, dass hier noch jemand Stress in das Haus halt schiebt. Wir gut. Schauen mal. Ich teste, ich prüfe einmal den Blutdruck. Ja. Ich setze einmal den Puls. Mhm. Junge, was hier für ein Verkehrschaos ist. Guck dir das an. 183, 122 zu 120. Ja, ich gebe was gegen die Schmerzen. Ja. Also sie kriegen noch was, was den Schmerzen ein bisschen bekämpft. Ich glaube, er braucht Paracetamol, dann geht's ihm wieder. Ich habe ihm Fenta gegeben, Fentalyn, das ist dann auf Morphin basiert. Okay. Das ist nicht ganz so stark. So. Okay. Gucke ich noch gerade einmal nach und dann sind wir auch schon fast durch. Der Auto ja, na, aktuell. Ist jetzt auch da. Okay. Eine Prellung am linken Arm, da können wir nicht viel machen. Nee, da können wir nicht viel machen bei einer Prellung. Aber das bleibt nicht aus, wenn da so ein Vollidiot die Leute hier umkarrt.
Hast du sehr nicht noch gut. einen Eisbeutel? Ja, und noch magst du mal einen Eisbeutel aus dem Auto holen? Du hast ja, bestimmt einen einpacken, ne? Ich hol mal grad ein paar Kaugummi an der Tanke, Mann. Alles klar. Komm mit, ich will auch welche. So. Ihnen geht's soweit wieder gut, oder? Naja, es geht. Sehr schön. Sicher gefühlt, wenn wir vom Auto angefahren wirst. Natürlich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Dirmigo, was hast du denn gemacht? Irgend so ein Spast hat mich angefahren, Mann. Das legen Sie sich mal auf den Arm. Das kühlt ein bisschen. Okay. So. Machst du mit so ein Tuch? Ja, wir haben da ein Tuch rumgemacht, damit es nicht direkt auf der Haut liegt. Genau. Bei dem Blutdruck. Hey, Gabel, die Mann. Ja, die haben alle jetzt nicht so an. Ich dachte, du bist ein Mann. Ich bin ein Mann, Mann. So. Sehr gut. Wenn es Ihnen soweit wieder gut geht, würden wir dann weiterfahren. Ja, ich danke Ihnen. Gerne geschehen. Dann Ihnen noch einen schönen Abend. Ebenso. Und gute Besserung. Ich habe denn eine Frage. Ja, gerne. Haben Sie Paracetamol dabei? Lass mich mal einmal. Direkt nicht, nein. Ich könnte Ihnen aber was anderes geben, wenn Sie möchten. No, ich brauche den Paracetamol. Muss ich leider passen. Oder hast du eventuell Paras dabei? Nee, das habe ich nicht. Ach, schade. Okay, ich komme dann den später in die Krankenhaus vorbei. Na gerne, machen Sie das. Da haben wir auf jeden Fall Paracetamol für Sie. Ja. Perfekt, da ich wunderbar. Danke euch. Gerne. Schönen Abend, ciao. Schönen Abend noch. Einen schönen Tag noch, amigo. Danke gleichfalls. Adios. Adios. Boah. Mach mal die Tüte aus. Ja. Ah, danke. Ja, eine Gehörsturz, wenn du daneben stehst. Rescue 1, Status 1. Info zur Lage, ein Vagus wurde angefahren. Vom Einheimischen wurde vor Ort dann dementsprechend behandelt, bevor er ins MD kommt. Okay, ist... Reicht aber nur, wenn du dann vorbeifährst, ne? Ja. Oder wollen wir einmal reingucken, ob es offen ist, ob alles gut ist. Aber es ist nicht unsere Aufgabe eigentlich. Richtig. Also dran vorbeifahren, gucken. Also da hier Schüsse gefallen sind, würde ich jetzt nicht so gerne. Nee, dann würde ich auch ungern aussteigen. Dann fahr weiter. Steht auch nichts vor, kein Auto. Okay. Hatte ich jetzt zu wenig getrunken? Hatte ich zu wenig gegessen? Ich dachte, das wäre voll gewesen. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen weit. Ich bin gerade total verwirrt. Ich hätte gedacht, ich hätte was getrunken, was gegessen. Ich habe es nicht gesehen. Da, doch, der Balken ist unten doch voll. Mein Balken ist eindeutig voll, deswegen habe ich es mir auch nicht gewundert, dass es... Steht da jetzt?
Also entweder ist das ein Anzeigebug bei mir, dass ich wirklich jetzt verhungert und verdurstet bin, oder es wurde mir nicht vernünftig angezeigt. Ich habe keine Ahnung. Ey, bitte nicht Norm als Arzt. Doch, Norm als Arzt. Ich bin verloren. Ich bin sowas von... Ich bin sowas von verloren. Enorm behandelt. Keine Ahnung. Ja, und bei euch so? Mir eingefallen. Benutzt bloß nicht das, der Waffe, die wir benutzen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich gehe dir jetzt mal einen Tropf an. Alles gut. Voll weg. Finden alles gut? Ich weiß es nicht. Mir geht die Pumpe so. Also Tropf läuft gerade durch. Ich war voll weg, keine Ahnung. Jasmias. Uiuiuiuiui. Gibst du ihm den Fenster? Nee, nicht noch einen, Alter. Mir tut die Brust so weh. Gib ihm jetzt tatsächlich einmal Morphin. Okay, schon, ja. Dass der sich mal ein bisschen beruhigt, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach umgekippt. Eiskalt einfach umgekippt. Ich kann ja nicht mal sagen, was passiert ist. Und da liegt er wieder, weil sie mich jetzt weggeschossen hat. Alter. Oh fuck, warte mal, ich geh schnell die Blaulichter wieder anmachen. Was ist los? Ja, das ist eine gute Frage, Finn. Was? Habt ihr euch den Kopf? Ja. Ich geb ihm noch eine Infusion. Ja, eine kleine. Ich glaube, ich muss mir erstmal hinlegen. Oh.
Okay, das war jetzt. Kannst du dich an irgendwas erinnern? Hast du irgendwie Schmerzen? Oh, der ist. Nee, ich bin noch da. Ich bin noch irgendwie hier, aber gar nichts. Einfach so. Urplötzlich, zack, Lichter aus. Hab ich nicht gegessen, zu wenig getrunken? Eigentlich nicht, aber ich. Wäre natürlich eine Vermutung. Bin ich geschlafen vielleicht die letzte Nacht? Ist gerade noch ein bisschen gestresst heute? Ich glaube, das liegt jetzt einfach an diesem kompletten Stress, auch gerade mit Gelb und sowas. Ja, das kann ja, gut das sein. Kann sein. Wie fühlt es sich jetzt ein bisschen besser an? Dieses Rasen in der, auf der Brust ist weg. Das ist gut. Beobachtet ihr da? Können wir erstmal kurz ihn noch von der Straße runterholen, damit wir hier freimachen, damit die nicht hier gleich komplett Balala gehen? Drehen, ne? Ja. Dann so, immer. So, alles auf, klar. Auf 3. 1, 2, 3. Und ab. Das Ding mal hier rüberbringen. Ja, dann packen wir mal die RTWs hier drin. Genau. Ja. Dann leg ich einmal hin. Ja, ich setz mich hier hin. Ja. Bin dann sofort wieder bei dir. Oder? Die holen schon. Ich kann mal was essen, weil ich hatte ja nicht mal Hunger gehabt, nicht mal ansatzweise Hunger. Also, wir hatten 3 Sachen. Entweder Kreislaufkollaps, Norman hat dich angefahren, oder du hast eine Verletzung, die du vorher hattest, nicht behandelt. Ich war kerngesund, als ich in Dienst gegangen bin. Das fing ja erst an, als wir von dem Vagus weggefahren sind. Ich kann ihn ja nicht angefahren haben. Nein. Oder du bist aus dem Fahrzeug gefallen. Auch nicht. Ja, dann hast du nicht gegessen. Jemand noch bei euch im RTW? Nein. Okay. Also ich hatte keinen Hunger, gar nichts. Irgendwie auch keinen Durst gehabt. Auf einmal gleich oder bumm, weg warst du. Das hatte ich auch schon mal gehabt. Okay. Weil es ist wirklich von dieser ganzen Stress in den letzten Tagen, dass heute der ganze Adrenalinspiegel so abgefallen ist, dass die einmal weggeschissen hat. Das kann natürlich auch sein. Brauchst du auch einen freien Tag? Na? Ausgeschlossen, wenn du das sagst. Oder Hungergefühl, sage ich jetzt mal. Du bist nicht angefahren worden nach deinen Aussagen? Nein, das fing erst... Wie ist das dann passiert? Ich bin langsam weitergefahren und dann... Mir wurde auf einmal dunkel vor den Augen. Nämlich, haben wir noch miteinander geredet und dann urplötzlich, als wir bei Ammunition vorbeigefahren bin, auf einmal wurde dunkel in den Augen und zack. Ding ist halt eben, du hattest so eine Brusten-Cut, am Kopf-Cut, am Arm-Cut. Ja gut, wenn ich natürlich dummerweise aus dem Auto rausputzel dann, ne? Ja, klar. Deswegen. Weil angeschnallt war ich jetzt nicht, weil wir ja keine Einsatzfahrt hatten. Hi, Tiger Bass. Ah, das hatte ich auch schon mal gehabt. Ich glaube, die Anzeige ist verbuggt bei mir, wegen Essen und Trinken. Auf einmal sind die Lampen ausgewiesen. Weil die steht schon den ganzen Tag so. Es war nichts gewesen. Ich war alleine da. Auf einmal sind die Lampen ausgegangen. Und irgendwie hatte ich heute Sonntag keinen Hunger und keinen Durst. Das hat mich gerade zerlegt, weil ich mir darauf geachtet habe. Wie blöd. Ja, wie geht's dir? Ja, ich glaube mittlerweile ein bisschen besser. Denk mal einfach nur, das ist der extreme Stress gewesen in den letzten Tagen. Das könnte sehr, sehr gut sein, ja. Ja, und gerade dadurch, dass wir die Begegnung eben noch mit Gelb hatten, die waren super freundlich zu uns, ne? Aber das ist natürlich Anspannung. Selbstverständlich. Du weißt ja, was dahinter steht, und dann willst du dich auch nicht im MD haben, sondern behandelst du vor Ort, weil es so Kleinigkeiten waren. Ja, ich glaube, ich kann nicht verstehen. Ach, ich denke wahrscheinlich einfach Stress in dem kurzen Moment. Ja, ich glaube auch, das war einfach zu viel die letzten Tage. Scheiße. Wollen wir ins Krankenhaus fahren und du gehst außer Dienst, oder
Wie stellst du dir das jetzt vor? Was also, kann man jetzt machen? Aber es ist bald eine Feierabendzeit, oder? Ja, ich kann auch außer Dienst gehen, so ist es nicht, ne? Sollen wir mal vernünftig ausschlafen? Ja. Soll ich dich nach Hause bringen? Ich muss ja so jetzt ins MD. Da steht mein Fahrrad und da muss ich mich auch noch ausstempeln. Ja, bisschen. Ich glaube, früher fahren wird die ganz gut rum. Ja, ich glaube auch. Das war einfach zu viel die letzten Tage. Fahrradfahren würde ich jetzt nicht unbedingt. Ja, dann bleibt es da stehen, dann bringst du mich mit der Rescue nach Hause. Ja, oder so, ja. Ganz ja, toll. Ist auch okay. Okay, dann machen wir das. Ja, gut. Vorsicht, steh mal auf. Guck mal, was der Kreislauf sagt. Okay, langsam. Ja. Ein bisschen wackelig auf den Beinen noch, aber es geht. Okay. Lass mich kurz das EKG abmachen. Ja, gut aus. Alles klar, danke euch nochmal für die Hilfe. Kein Problem. Na Norm, dann ab die Post. Dann fahren wir zum MD und dann... Gleich wieder da. Guck kurz. Ja. Tschüss. Dann warten wir gerade. Hier ist so eine Ecke, wo man eigentlich nicht unbedingt... Passt dir jetzt gerade nicht, ne? Dass ich jetzt Feierabend machen muss? Ja. Tja, hilft da alles nichts, ne? Mir geht's doch wohl nicht anscheinend nicht so gut. Sonst wäre ich ja nicht zusammengeklappt. Ja. Also ist das die logische Konsequenz, dass mein Körper hören sollte und dementsprechend in Feierabend gehen muss? Ja, so, ich kann mir schon vorstellen, dass Norm da ordentlich Epis reingeknallt hat in mir. Und dann geht, dann schießt natürlich der Puls so extrem unter die Decke. Der hat garantiert alles gegeben. Ich will es jetzt aber nicht nachkontrollieren, weil es mich nicht interessiert. Und dadurch, dass ich dann Morphium gekriegt habe, geht natürlich der Puls auch sofort schlagartig in den Keller. Ansonsten steigt ihr doch schon mal ein, macht euch fertig und ich fahre gerade den RTW ein bisschen an der Seite, dass du rauskommst. Alles gut. So wie du das möchtest, wie ihr das sagt. Ja. Ich muss mich auf jeden Fall, möchte ich mich gerne setzen, Norm. Ja, dann setz dich. Ja. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen, dass... Kannst du dir nichts vorstellen? Woran das liegt? Ich bin da total, keine Ahnung. Ich hatte weder Durst noch Hunger. Ja. Ich bin da vollkommen perplex. Ich habe das auch mal gehabt. Zweimal hintereinander. Einmal bei HP und einmal bei einem Unicorn. Auf einmal, wie aus dem Blitz, bin ich umgefallen. Tja, dann Scheiß. Na gut. Dann darfst du mich gleich nach Hause bringen. Aber erst im MD. Ja, ich muss am besten noch vorher ausstempeln. Das wäre echt super. Freut sich der Staat. Und zahlt er mein Gehalt ja weiter bis morgen. Das will ich nicht. Na gut, dann können wir jetzt gleich, weil ihr seht ja selber Zwangspause. Und die Balken haben sich auch nicht geändert. Ich habe ja eben was getrunken gegessen. Die stehen ja immer noch auf den gleichen rum. Dann denke ich mal, dass es bei mir ein Anzeigefehler ist von dem Balken. Essen und Trinken. Und das wird die Stande den ganzen Abend ja schon so, ne? Und dann achtest du auch nicht mehr drauf. Dann guckst du nur einmal so ganz nebenbei und denkst, okay. Alice ist die 41 für die Alice. Ja, die 41 hört. Die gehen jetzt in den Feierabend, habe ich das richtig gehört? 10-4. Hätten Sie noch ein paar Minuten für mich? Selbstverständlich, ich warte im MD auf Sie. Vielen Dank. 10-4. Ja. Anders kann ich es mir nämlich nicht vorstellen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was der Headfield gleich noch hat. Befördert.
Garantiert nicht. Ich habe keine Approbation geschrieben. Wahrscheinlich degradiert. Aus welchem Grund? Ja, im Dienst versagt. Ach. Leistung nicht erfüllt. Sag mal, geht's noch? Vielleicht brauchst du einfach mal einen Tag Urlaub. Dann freien Tag. Ist dir was aufgefallen? Nein, was denn? Ich fahr ohne Navi. Hey, ja stimmt, hast recht. Navi ist aus. Ja, vielleicht sollte ich wirklich mal gucken, was gleich kommt. Vielleicht habe ich auch ganz viele freie Tage im Anschluss. Nach dem Gespräch. Warum solltest du ganz viel? Mach dich da nicht kirre. Wenn er schon so ankommt? So. Will ich schon mal umziehen? Ja. Naja, ich weiß ja nicht, was für ein Gespräch das ist. Kann ja auch ein dienstliches sein. Die Rescue 1, Status 2. Dann bin ich ja mal gespannt. Hab ich mir irgendwas zu Schulden kommen lassen? Irgendwas zu Schulden kommen lassen? Das habe ich doch gerade gefragt. Ich habe weder irgendwas geklaut, noch habe ich irgendwas verhäkert. Hallo. Hi. Hallo. Jemand von euch hat doch bestimmt Langeweile, oder? Was habt ihr denn Schönes? Ich habe Aua. Ja, dann gehen wir doch mal Norm, komm mit. Ich hab Bürgersteig geknutscht. Ah nein, warum macht man denn sowas? Das tut doch weh. Ja, gleich stationär. Auf einen liefern und gut ist. Nein. Hä? Wie stationär? Gleich Notaufnahme. Genau, Narkose. Hallo. Und dann ist gut. Ach, guck mal nach. Du darfst auf Norm doch nicht hören. So. Jetzt hier wegen einem kleinen Kratzer stationär aufnehmen lasse. Ja, wir machen gleich das volle Programm. CT, MRT, EKG. Die 3 Tage reichen. Die haben mich geprägt. Ja. Schön auf den rechten Arm gefallen. Na, hervorragend. Da machen wir die jetzt einmal ganz sauber. Muss auf jeden Fall geröntgt werden. Oh, wie kommst du darauf? Ja, ich sehe. Aus der es blutet? Ja, da ist sowas Komisches wie ein Knochen oder so zu sehen. Was denkst du, ich krieg die Blut gestillt? Alice ist hier 41, 1020. Notaufnahme. Messe mal den Blutdruck. Hello.
Heyo. Oh, Mann. Sag mir nicht, dass wir jetzt die gleiche Geschichte wie mit der Prellung haben. So, guck mal bitte bei Norm rüber. Ich weiß nicht, guck da mal bitte rüber. Ja. Ich muss mal mit dir gleich quatschen. Ja, ich bleibe hier. Alles gut. Ich, Was haben wir denn? Gifte. Nee, alles gut. Das kriegen wir hin. Das muss genäht werden und das in deinen Augen. Sag mal, merkst du noch was? Hörst du dir manchmal? Los, Santos Medics, der hält wieder am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Oberhalb der Schatzbank, jawohl, ich bin hier rum. Gehört zu dem Funk? Jawohl, alles klar. Telefoniert gerade. So, 13. Weißt du, wann Isa wieder im Dienst ist? Kann ich gleich das ab, ja. Könnt ihr mir, kannst du und Ashley bitte einmal den 24-7 über der Startbank anfahren, Verkehrsunfall, Platz von Namen Kopf. Und eventuell Prellung im großen Armbereich. PD ist vor Ort, hat ihn angerufen. So, Finn, komm mal kurz mit. Alles klar. Weißt du, wird es gleich 10-7 und das tut mir auch leid. Nee, alles gut, ich erzähl, wo ich erzähle. Ich bin ganz ohr. Geht um den Fall Julietta. Oh, Julietta, ja. Traust du dir ein psychologisches Gespräch mit ihr zu? Ich weiß, was vorgefallen ist. Ich weiß, ich habe das Erstgespräch mit ihr geführt. Das ist ein bisschen eskaliert. Wir haben uns totgelacht da oben. Aber ja, anscheinend hat ihr anscheinend geholfen. Es geht halt darum, dass sie aktuell einen Psychologen braucht. Sie hat darauf hingewiesen, dass sie jemanden braucht, mit dem sie reden kann. Jetzt haben wir die Problematik. Isa hatte eigentlich einen Termin heute mit ihr. Ja. Isa geht's aber miserabel. Okay. Die quält sich gerade nur ein bisschen aus dem Bett raus, versucht gerade ein bisschen rumzugehen, dir geht es absolut nicht gut. Jetzt habe ich die Problematik, ich habe jetzt schon mit Tara geredet, ich habe schon mit Drogo geredet. Drogo ist schwierig, weil genau in der ganzen Nummer. Tara ebenfalls. Tara, richtig. Habe ich jetzt schon notgedrungen angerufen und Tara hatte jetzt geäußert, dass sie sich dich vorstellen könnte, dass du das Gespräch mit ihr machst, weil du ja einen guten Draht zu ihr hattest beim Erstgespräch. Ja, natürlich mache ich das für Julietta. Wenn du das machst, kann ich dir auch gleich sagen, dass Tara mir gerade am Telefon gesagt, wenn du das machst und das für dich funktioniert, darfst du dich heute auch gleich darauf freuen, dass du eine Beförderung kriegst. Darum geht es mir nicht um die Beförderung. Ich mache es wegen Julietta. Julietta hat nichts Dringendes zu bereden. Sie möchte nur fragen, wann ihr nächster Termin ist und dass er dann da auch wirklich ist. Sollten wir... Finden würde das Ganze übernehmen, das heißt, der nächste Termin wäre jetzt nach der nächsten 15 Minuten. Können wir auch am Taxi machen, wenn sie das lieber ist. Eine Umgebung, wo sie sich wohlfühlt. Klär mal bitte ab, wann Isa wieder erreichbar ist. 4. Okay. Akku drauf. Hey, sorry, dass ich dich kurz stellen muss. Kurze Frage. Wann glaubst du denn, wann du ungefähr wieder fit bist für irgendwelche Gespräche?
Du musst heute nicht herkommen. Es geht einfach nur darum, dass Julieta fragt, halt, wann sie nochmal einen Termin haben könnte, wo beide Parteien sagen, es ist fit und es geht und es funktioniert. Ich bin nämlich gerade am Abklären, ob also ich hätte tatsächlich jemanden, der das Gespräch übernehmen könnte. Und das klärt, es ging jetzt einfach nur darum zu fragen, wann du vielleicht wieder ready wärst. Morgen, alles klar. Super, dann erhol dich erstmal schön, vielleicht sehen wir uns ja nachher noch, ja? Alles klar, ich danke dir. Ciao, ciao. Nur gerade telefoniert, sie denkt, morgen ist sie wieder fit. Wie gesagt, wenn du das aber auch übernehmen können, dann wäre die Sache abgeschlossen und es wird nicht noch länger gezogen. Wiederholen, hier ist es mal kurz eskaliert. Also, Isa hat gesagt, sie denkt wahrscheinlich, dass sie morgen wieder einsatzbereit ist. Ich war und fährt dann scheiß Auto durch unsere Lobby. Habe mal einen Manager? Bitte was? Das war ein verficktes Auto, da gerade durch unsere Lobby. Bin ich oben? Ich stehe unten. Glaub's gerade. Die Rolltreppe. Ist gerade die Rolltreppe runtergefallen. Das ist ein Armbeben. Er wollte keinen Umweg rollen. Mal kurz dann. Aber ihm geht's gut. Ja, warte. Ey, Rolli. Alles fit? Oh, Finn. Alter, was machst du? Doch nicht so gut. Okay, dann darf ich einmal, bitte? Ja, natürlich. Alles gut, wir sind wieder weiter. Ich hab das Gleichgewicht noch verloren. Kommt rein. Komm mal mit. Auf einmal hat's Bumm gemacht. Ja. Clay, wir müssen dich hier in die Notaufnahme bringen. Und das jetzt. Ja, ich bin... Ja. Ich dreh mich schon. So, dann gleich rüber. By the way, es war ein Auto, was durch die Lobby gefahren ist, an einen TJ, der versucht hat, einen Rollstuhl runterzufahren. Okay, dann leg dich mal bitte hin. Mhm. Beziehungsweise eine Rolltreppe. So. Alles klar, wieso hast du da am Bein was? Ich fahre mein TJ. Was? Warum versuchst du verdammt nochmal mit einem Rollstuhl eine Rolltreppe? Wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur mit kurz zu Justin und ich hab das Gewicht nach vorne verlagert. Ein paar ordentliche Schürfwunden, auch teilweise eine kleine Schnittwunde am Arm und am Bein. Das mache ich dir gerade einmal dicht. Ich schwör's, ich wollte da wirklich nicht runter. Mhm. Ja, und Norman, gehst du dir bitte mal die Augen waschen? In der Theorie solltest du es eigentlich sehen, dass du Nähte setzen musst. Nein, ich habe kein Nähset. Das siehst du auch ohne Nähset. Wenn der Arm blau wird, dann... Ja, dann musst du nähen. Wenn der Arm blau wird, musst du nähen. Das steht auch am Verband dran, wenn du da drauf guckst. Guck dir jetzt mal den Arm an. Dann hast du ja da aktive Blutung, einmal Kratzer, Klammern, Wundnaht erforderlich. Oh. Siehst du das? Ich bin jetzt mal ganz lieb und hab abgebrochen. Ich war nämlich fast fertig. Ja, das habe ich gesehen. Das bedeutet, dass es genäht werden muss. Alles klar. Gott, kann ich jetzt zumachen? Ja, kannst du zumachen. Hoher Blutdruck, hohe Puls. Sag mal nicht bitte, dass das wieder das rechte Bein war. Natürlich, was denn sonst?
dass die Scheiße wieder aufgeplatzt ist und der Arm auch, wo wir gestern die Scheiße, die dicken Splitter rausgeholt haben. Du weißt, was das bedeutet, ne? Nein. Du darfst doch mal hier liegen bleiben. Da sind hier die Nähte aufgegangen, wo wir an beiden Arterien rumgedoktert haben. Das ist noch ein Backen, ne? Ja, ihr bis morgen geplant, also bis übermorgen. Also wenn du Glück hast und das morgen halbwegs gut aussieht und deine Brandwunden, aber wir müssen sicher gehen, nicht, dass bei dem nächsten Sturz wieder der Mist aufgeht. Du verblutest uns, also ganz ehrlich. Wir haben dir ja die Femoralis gemacht am Bein, also die Hauptschlagader am Bein. Ich fange wieder an mit den Fachausdrücken. Da musst du mich aber auch einbremsen, wenn du es nicht verstehst. Dementsprechend, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, geht dir das Ding auf, hast du ein Riesenproblem. Da verblutest du innerhalb von 1, 2, 3 Minuten. Dir fällt was ein, dann erzähl mal. Hast du von Lou oder wie sie heißt die Telefonnummer? Warum? Hast du irgendwas? Ich weiß es nicht. Aber Clay könnte sie ja vielleicht haben. Weil Clay hängt ja mit denen auch ab und zu ab. Wo brauchst du die? Achso, du bist das. Wir hatten gerade einen Zwischenfall mit den Finn. Und soll ich das jetzt am besten sagen? Auf was sie willst könnte du? Das Rätsel lösen. Könntest du sie mal kurz anrufen? Sie nochmal hierher beten, bitte? Das ist schwierig, weil die gerade Termine haben. Achso, okay, gut. Was für ein Rätsel? Dann machen wir dann die Tage. Alles klar, wir bringen Clay mal hoch, weil ich glaube, der Rollstuhl müsste fast hinüber sein, wenn er die Treppe runtergeballert ist. Ist so besser, wenn wir das auf der Liegen transportieren. Ja, lass uns doch einmal liegen transportieren, den armen Patienten. Was hältst du davon, hm? Will ich ja noch mal ein bisschen mehr anschreien, wenn es lieber ist. Ja, danke. Gerade hast du gar nicht reagiert, deshalb dachte ich, hättest du schon wieder irgendwas mit dir. Nö, ich blubber so langsam mein Bart hin rein. Ich mag das nicht, dieses immer rumschreien. Folgendes, wir werden jetzt Clay einmal schnappen auf die Trago, erstes Stock, ITS, Intensivstation und dort ins Bett legen zur Überwachung. Beide Nähte, die wir gestern gemacht haben in OP, sind aufgegangen. Nämlich die Hauptschlagader am Bein, die Naht, das und einmal am Oberarm rechts. Deswegen wieder auf Beobachtung. So, bist du soweit auf mein Zeichen? 1, 2, 3 und hoch mit ihnen. So, ich gehe vor. So, erstmal. Juke Set Official. Recht herzlichen Dank für deinen zweiten Monat. Das ist sogar der Wichtigste. Ich danke dir viel, viel, vielmals. Hi! 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 Wir schreiten ja eigentlich quer durchs Krankenhaus. Hm? Hat irgendeiner Hi gerufen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Nee. RCP Status 7. So, bin dann was Fisch dahinter. Alles klar, dann schließen wir dich noch einmal an die Monitorisierung. So, EKG ist angeschlossen. HB-Wert. Alles klärchen. Dann mach dir einen gemütlichen, ne? Mhm. LSMC 41, 1020. ITS. So. Gut, dann darfst du einmal kurz weiter einmal beobachten. Ich muss gerade einmal runter. Wenn der Patient soweit stabil ist, dann 5 Minuten. Guck's mal nach dann, ne? Prüfe nochmal die Werte alle.
Dann kannst du nachkommen. So. Letter würde dann jetzt rumkommen. Alles klar. Jay, sind beide Nähte von gestern Abend aufgeplatzt. Rechter ja. Arm, rechter Bein. Ich habe mir jetzt wieder auf die ETS gepackt. Bin gleich bei dir. Dann kannst du weiter. Achso. Ich stell mich weiter auf. Ich habe ihn auf die ETS gepackt zur weiteren Beobachtung. Da müssen wir nachgucken, was morgen ist. Alles klar, weiß ich Bescheid. Gott. Hi, Tara. Also für dich einmal Status-Update. Ich habe das jetzt einmal mit Roulette und Finn abgeklärt. Finn würde sich dem Ganzen annehmen. Er würde das sehr, sehr gerne machen. Und Roulette habe ich auch abgeklärt. Die Freunde. Schon wieder. Okay. Ich kümmere mich um den Brustkörper. Ja, doch, du hast mich doch eben schon zusammengeflickt. Ja, das ist richtig. Dachte ich auch so, kenne ich doch. Bitte? Ich hab gedacht, kenne ich doch. Habe ich doch wiedererkannt. Ja, Mann. Eben haben mich die Bullen aus Versehen gerammt. Oh, da hast du aber heute wirklich sehr viel Pech. Ja, und als dann die beiden netten Kollegen hier von dir mich dann zusammengeflickt haben, kamen die ständig die Eimer hier und wollten mir auf die Fresse hauen, Mann. Nur gut. Weil ich auf der Straße gesessen hab. Du sollst alles ab. Ich hol mal Nähzeug und verhindere das alles. Ich würde fast behaupten, guck mal in der Tasche, nicht, dass du so einen sprichwörtlich toten Vogel in der Tasche hast. Also heute ist ja wirklich so ein Tag zum Vergessen eigentlich. Ja. So. Ich hab schon... Alles, immer mehr. So. Ja. Was mehr, dann? Achtung. Der Schrecken wird kurz kalt an der Brust. Ja, ich muss aber halt mal gucken, da kam noch Retten. No, ich glaube, der will nicht mit mir reden. Ich glaube, der wäre sagt. Oh, warte. Hi, hi. Ich glaube. Hola. Hallo. Hallo. Dieser Rezeptionsmensch will nicht reden. Der will nicht reden. Das no, kann der sein, dass... Die ganze Zeit auf seinen Computer, der sagt die ganze Zeit, ich soll nach hinten kommen zu euch und euch fragen, wo mein Freund Double D ist. Double D ist gerade in Behandlung in der Notaufnahme. Okay. Sieht aber soweit ganz gut aus, ist stabil, kann sich mit uns vernünftig unterhalten. Somit gibt es da keine neurologischen Schädigungen. Ich würde euch nochmal kurz bitten, Platz zu nehmen hier, wenn es für euch in Ordnung ist. Sobald, nehmen wir den Platz. Genau, sobald wir irgendwie die Behandlung abgeschlossen haben und wir nicht mehr in der Traube um ihn herumstehen, um ihn zu behandeln, würden wir euch dazu rufen. Wollen wir da oder da oben? Wir können euch auch gerne oben hinsetzen. Ich kann euch auch gerne noch einen Kaffee oder so vorbeibringen, wenn ihr wollt. Jo, lass draußen einfach einen buffen, Mann. Ganz oder das. Wir gehen draußen einen buffen und dann gucken wir, wie Double die geht. Genau. Alles klar. Das hört sich am Plan an. Ja, dann bis gleich. Gleich. So. Ja. Finn, für dich, Roulette, wo du gleich herkommen. Alles gut. Sehr, sehr dankbar, dass du das machst. Hm? Kein Thema. Oh, wenn du dann halt das Gespräch geführt hast, mach dir besten vielleicht ein paar kleine Notizen oder so. Wenn es irgendwas gibt, wo du sagst, sollte man vielleicht merken oder so, kannst du dann dieser Gedenk, dass er heute Morgen wieder da ist. Na klar, natürlich spreche ich mit Isa darüber, das ist nicht das Thema. Genau. Aber ich bin dir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass du das machst. Na klar. Wie gesagt. Und ich denke, da kannst du dann auch damit rechnen, was aber da morgen auf dich zukommt. Alles entspannt. Darum geht es mir nicht. Ich weiß, dass es dir nicht darum geht. Ich sag nur, dass
du dich darauf vorbereiten kannst, weil du zeigst uns tagtäglich den vollen Einsatz und das muss halt auch werden. Ja, okay. Kein Thema. Ich warte dich auf Julietta und dann machen wir das weiter. Entschuldigung, wenn ich jetzt lache und er hatte Schiss gehabt, dass er jetzt akkadiert wird. Salabem, vielen Dank für deinen Raid. Vielen Dank. Macht super Arbeit. Ehre. Ehre. Super ein, passt perfekt ins Team. Unterstützt uns jeden Tag aufs Neue. Er ist ein guter Ausbilder. Wir sind unfassbar dankbar, dass wir ihn haben hier. Muss man auch so sagen, wie es ist, ne? Ja. Mein Wissen habe ich von ihm. Ja, danke, das hört sich, das geht runter wie Öl. Das soll ja auch runtergehen wie Öl. Ah, hallo und gute Nacht mit diesem kurzen Raid-Sound. Ja, der ist so episch, der muss sein. Ich habe den gehört, das ist geil, das ist mein Sound, das passt. So, alles klar. Die 41, Status 8, Gespräch. Hallo, Hola. Julietta. Hier ist dein 21.43 Uhr Termin. Danke, sogar pünktlich. Wunderbar. Wollen wir gerade hochgehen? Sí, suchen wir uns mal einen schönen Raum. Aber bitte nicht in den Dr. Love-Raum. Ich glaube, ich habe hinten einen. Da haue ich mich manchmal hin, wenn ich müde bin. Da sind aber auch nicht diese... Ich glaube nicht, dass da irgendwie ein Dr. Love-Raum ist. Sí, das macht mich immer ein bisschen Angst. Nicht nur, als ich das erste Mal da drinnen war, genau, auch. Also ich fühlte mich da auch nicht wirklich wohl in den Dr. Love-Raum. Da fühlst du dich wie auf einem Casting-Couch. Natürlich weiß ich nicht. Ich kenne solche Filmchen nicht, aber... Du fühlst dich wie so. Es ist schön, dass du mir das ansprichst und den gleichen Anzug sagst, aber ich kenne diese Filme nicht. Ich kenne nur von Julio, der erwähnt so. Ganz oft. Guck mal, hier haben wir Consultion Room 2, da gucken wir mal rein, ob der uns zusagt. Ist das was für dich? Da ist ein schlafender Doktor, eine komische Frau und ganz viele... Was hat den Künstler genommen, als er diesen Bild hier gezeichnet hat? Das ist doch Heino. So ein deutscher Schlagersänger, der mit der Sonnenbrille, der blonde Typ da. Auf dem Bild. Sie. Okay, wir nehmen nicht diesen Raum. Wir gucken mal, ob wir einen anderen finden. Ich kriege Albträume. Sie, vielleicht. Oh, ein Liege. Okay, gerne. Warte, ich ziehe den Schuh vorher aus. Ach, das können wir auch sauber. Wenn du das aber gerne möchtest, wenn es für dich bequemer ist. Du weißt, ich bin vorhin aus Versehen wahrscheinlich durch den Pissgasse gegangen. Das ist nicht so gut. Der Hübscher kommt und macht das sauber. So, den Schuh, den stelle ich hier hin. Wunderbar, Julietta. Das ist sehr aufmerksam. So, und du musst jetzt neben dran stehen. Ich stehe mich jetzt hier hin und dann unterhalten wir uns. Wie geht's dir? Den etwas besser auf jeden Fall. Ja, wir hatten ja... Dieses nette Gespräch am Samstag, glaube ich, war es. Oder war es schon Sonntag? Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß den gar nicht. Auf jeden Fall am Wochenende hatten wir dieses nette Gespräch gehabt, wo wir sehr viel Spaß mit deinem Bruder hatten. Da hast du mir ja auch erzählt zu dem Zeitpunkt, dass dir da nicht so gut ging, dass du den Halt verloren hast. Dass du von einigen Personen enttäuscht wurdest und nicht anders mit deiner Enttäuschung umgehen konntest, als, ja, aufs Meer zu schießen. Im Endeffekt hast du es ja dann so gelöst. Das ist nicht die ganze Geschichte, ich bin denn ganz ehrlich. Gut. Die Geschichte hat schon viel früher angefangen quasi. Deswegen, ich muss eine weitere Ausholung machen. Ich hoffe, den ist okay. Ja, ganz weiter gerade nicht. Ich glaube, da reicht der Kleine. So. Okay, und zwar... Weißt du, es hat quasi damit angefangen. Du musst wissen, mein Bruder und ich, wir kommen aus Veracruz. Das ist ein sehr harter Pflaster in Mexiko. Den hat einen hohen Kriminalitätsrate und mein Bruder und ich, wir haben immer den Finger von den Drogen gelassen. Ja. Und mein Bruder und ich, wir waren immer voreinander da. Wir haben uns nie eine Anlügung gemacht. Bis auf den einen Mal an seinem 5. Geburtstag, ich habe den Muffin von ihm gegessen. Okay. Aber sonst, ich bin... den immer ehrlich zu ihm. Ich bin nicht zu jedem ehrlich, ich bin ja zu dir ehrlich, ich bin zu Julio ehrlich, aber sonst, ich hab's oft nicht so gut mit den Ehrlichkeit,
Und genau. Wir sind hierher gekommen und es war immer so, dass ich meinen Bruder, meinen kleinen, großen Bruder beschützen musste. Mhm. So, weißt du, du kennst ihn, er ist ein bisschen den sehr weich von den... Ja, ich weiß, was du meinst mit beschützen. Sie, er braucht die Hilfe und dann war dieser Unfall, sie, wo Julio den Klappe abbekommen hat. Ja, kann ich mich daran erinnern. Und es ihm so den schlecht ging. Und das hat mich so getroffen, weil ich dachte wirklich, ich habe den versagt. Ich dachte vor einem kurzen Moment, ich hätte meinen Bruder verloren. Mhm. Und das war der schlimmste Augenblick in meinem Leben bisher, wirklich. Und dann, keine Ahnung, ich habe den von einem Kumpel, zu dem ich inzwischen keinen Kontakt mehr pflege, habe ich ein Päckchen Kokain bekommen, 2 Päckchen, um genau zu sein. Mhm. Ich habe in der ersten Nacht habe ich den genommen. Ja. Ich hatte mir einen Nachschub geholt und so weiter und habe den seit diesem Zeitpunkt immer wieder genommen, weil mit diesem Kokain, ich habe mich den besseren gefühlt, ich habe mich den stärker gefühlt, ich habe mich mehr gefühlt wie ich selbst wieder. Aber ich habe dann auch schnell gemerkt, dass es schnell wieder einen Tief gibt. Das ist leider so. Und dann, wie denn so ist, ich dachte so, ich mache den kontrolliert, ich mache den quasi nur wie ein Medizin, bis es Julio wieder den besser geht. Aber als es Julio den besser ging, irgendwie, ich konnte nicht den auffordern. Und dann kam dieser Moment, ja, ich bin nicht sehr stolz drauf. Ich habe Julio den angelogen oft erst. Ich bin den gereist geworden. 30, wie ist dein Status? Ich habe den Freunden von mir und Mitarbeitern von mir. War ich nicht sonderlich nett. Einen ganz kleinen Augenblick gerade. Mhm. Muss man gerade hier was ausstellen. Natürlich. Nee, das war nicht richtig. Das war der falsche Knopf. So. Alles klar. Hm? Genau, auf jeden Fall. Auch den Leuten in meiner Umgebung haben gefragt immer, Donna, warum bist du denn so aggressiv? Oh, Donna, du bist gar nicht mehr so den cool, was ist denn los mit dir und so. Und dann ist mir das erste Mal aufgefallen, dass die Droge mich ein bisschen eine Veränderung gemacht hat. Ich hatte den Hochs, ich hatte den Tiefs und das war immer ein Extrem und ich hatte den Gefühl, das wird immer den Extreme. Und dann, ich wollte den Droge absetzen und ich habe den nicht geschafft. Und ich habe mich in eine große Gefahr gebracht, um quasi nochmal den Droge zu holen. Ja. Und den Bruder war ich, ich habe gemerkt, dass es eine gefährliche Situation war. Ich bin dann weggefahren und mein ganzes Hände, den hat gesittert. Und dann, ich bin trotzdem noch einmal dahin und habe mir den Drogen geholt. Obwohl ich gemerkt habe, das ist eine blöde Situation, den Drogen tun mir nicht gut, ich habe den geholt. Mhm. Und ich hatte den an dieselben Abend, ich wollte den Drogen nehmen, aber auf der anderen Seite, ich hatte diesen Abscheu vor mir selber. Und ich hatte den schlimmsten Abend in den Geschichten, den ich jemals hatte, wirklich. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, ich habe den Sport gemacht, ich habe versucht, in Taco zu schlafen und den Drogen in mein Hotelzimmer reingesperrt. Ich habe den Drogen in den Taco gesperrt und bin in den Hotelzimmer gegangen, aber die Drogen sind mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und dann den nächsten Abend, ich habe Julio Bescheid gegeben, dass ich die Abhängigkeit habe. Und er hat gesagt, ich muss sofort einen Termin machen. Ja. So viel dazu, wie ich zu den Drogen gekommen bin. Eine andere Geschichte ist, dass ich denke, es ist jedem aufgefallen, dass ich Tara irgendwie mag. Ja,
Ich hätte noch eine Frage zu dem Thema davor mit dem BTM, also mit den Betäubungsmitteln. Sie, mit dem Kokain, sie. Genau, bist du da noch drauf oder? No, ich nehme den nicht mehr. Aber du hast immer noch so das Verlangen danach, du eventuell. Sie, ich merke in einer ganz schwierigen Situation nur noch, dass mein Finger ganz wenig ein Zittern habe. Aber ansonsten, den Körper ist okay. Aber ich habe in meinem Kopf die ganze Zeit noch so diesen, dass ich ohne den Kokain nicht mehr so den stark sein kann. Dass ich nicht mehr ich selbst sein kann. Ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, es ist eine sehr Verwirrung. In einem schwachen Moment, ich habe den starken Gefühl, ich brauche den. In einem starken Moment, ich weiß, dass ich den nicht brauche. Und das ist wie ein innerer Kampf mit mir selbst. Okay, dann habe ich das soweit verstanden, dass du erstmal davon los bist und aber immer noch mit dir ringst. Sieh, das ist die schwerste Situation gerade. Dann. Gott. Thema Tara waren wir jetzt. Sieh. Ich glaube, ihre Freundlichkeit und ihren ab und zu wahrscheinlich selbst gemeinten Flirt ein bisschen falsch verstanden. Ich mochte niemanden in dieser Sache den Schuld zuweisen, das ist denn ganz wichtig. Ich nehme den Schuld absolut auf mich selbst. Ich meine nur, dass ein paar Sachen vielleicht hätten sein können, dass denn nicht so eine Eskalation gewesen wäre. Den einen Sache ist natürlich, dass Tara von vornherein hätte sagen können, Dona, ich mach dich nicht so wie du mich machst. Dann ich hätte mich nicht so in die Situation verlassen. Eine zweite Sache war, dass ich durch den ganzen Scherze, den Dr. Mersin gemacht hat, oft gedacht habe, dass ich eine Chance hätte und dass mit den Sache vielleicht sicher ist, weil er oft gesagt hat, Tara mag dich, Tara hat sehr den großen Interesse an dir und so weiter. Ja. Ich habe erst viel zu spät erfahren, dass er den genauso unwissend war wie ich in diesem Moment. Sieh. Habe ich ebenfalls den Scheiße gemacht. Ich habe meinen Freunden erzählt, sie, den, wo jetzt nicht in den MD sind, dass Tara mir eine sichere Sache wäre, dass ich habe mich denn schändlich verhalten, was den angeht. Ich habe so getan, als wäre sie ein easy Party für mich und als wäre ich nicht darauf den angewiesen. Aber gleichzeitig, jedes Mal, wenn ich denn hier war, mir ist den Stumme in den Hals stecken geblieben. Und vielleicht, ich habe mich ein bisschen ein sehr starken Gefühl entwickelt, vielleicht, wenn ich den so sagen kann. Sie, den ich vielleicht mir selber nicht so den richtig eingestehen wollte. Und ich habe Tara mehrfach gefragt, ob sie mit mir eine Date machen will oder eine Treffung. Und es ist immer etwas dazwischen gekommen. Sie hat immer eine Entschuldigung gemacht und hat gesagt, vielleicht es klappt bei anders oder so. Oder hat auch gar nichts dazu gesagt. Ich habe den nicht als ein Abfuhr angesehen, sondern als ein... Ja, ich weiß, was du meinst, weil Tara hat ja auch extrem viel zu tun, das wissen wir ja alle. Und wenn man dann sagt, du, sorry, dass mein Date passt nicht, weil ich heute einen Termin habe, dann glaubt man das natürlich auch. Wenn man natürlich mit der Wahrheit rauskommt und sagt, das ist jetzt kein echtes Date. Können wir uns gerne treffen, können wir uns... unterhalten, wir können auch gerne gemeinsam was unternehmen, aber mehr wird da auch nichts kommen. Dann hätte man von vornherein mit offenen Karten gespielt. Natürlich will man auch keinen vom Kopf stoßen. Sie, und dann habe ich Ashley kennengelernt, sie. Und sie hatte mit Tara ein Frauengespräch geführt, sie, weil Ashley mitbekommen hatte, dass es einige Leute gibt, die den Interesse an Tara haben. Und da hat Tara ihr wohl gesagt, dass sehr, sehr viele Leute an ihr ein Interesse haben und sie nicht den Böse sein mochte und den Leute vor den Kopf stoßen mochte. Und dass sie deswegen nie weiß, wie sie den Abfuhr geben soll, weil viele von diesen Leuten, sie mag den sehr gerne.
aber eben nicht so. Und Ashley hatte den Gefühl, dass sie von mir redet. Und weißt du, den Tag vorher, Ashley ja. hat mir geholfen, bei einem Outfit für ein Date mit Tara zu finden und so weiter. Und das. Sie wollte mir eine gute Sache tun. Sie wusste nicht, dass ich gerade versuche, von den Kokaina wegzukommen. Das wusste sie nicht. Sie hatte keine Ahnung davon. Sie wusste nicht, dass das gerade eine schwere Zeit für mich ist. Dass ich mich denn absolut verloren fühle, weil Julio auf sich selber aufpassen kann und plötzlich auf mich aufpassen muss. Mhm. Dass ich nicht den Scheiße anstelle. Dass ich den enttäuscht von mir selber bin, aber gleichzeitig mich so schwach fühle. Den wusste sie nicht. Und sie hat mir den gesagt. Und sie hat gefragt, ob bei mir alles in Ordnung ist. Ob ich jetzt ein Gespräch mit... Ob ich denn okay bin. Und ich habe ihr in den Augen gesehen und ich habe ihr gesagt, sieh, ich bin denn okay. Dabei war ich denn nicht okay. Mhm. Dann war das dieser Abend, wo Tara kurzzeitig von den Vagos entführt wurde. Und ich kann dir sagen, ich hätte alles getan, um sie da zu befreien. Ich hätte den ganzen Vagos auseinandergenommen. Ich hatte so einen Wut. Ich wollte den Tod sehen. Ja, das war doch da, wo wir oben eingesperrt waren in der IT, also auf der Intensivstation, wo du die Waffe gezogen hattest, ne? Nee, das war ja. den später. Ach so. Ja, Tara wurde so oft von den Vagos entführt. Ich habe den Überblick verloren. Nur das war den, wo sie den Bild gepostet hatten, dass sie den sexy Carwash vor den macht. Das habe ich wieder nicht mitbekommen. Das war, ich glaube, an die Samstag oder Freitag oder so. Ach so. Also das, wie gesagt, das war alles kurz darauf. Ich glaube, das war den Samstag. Denn am Tag darauf, ich hatte den Termin mit Dr. Merson und ich weiß nicht wieso, aber ich war den vollen Überzeugung. Er, als ihr bester Freund, er muss wissen, dass sie die ganze Zeit mich nur an Hinhaltung gemacht hat, was ich jetzt nicht mehr so sehe, aber zu diesem Zeitpunkt, ich habe den gesehen. Mhm. Ich dachte, sie findet es denn lustig, dass ich mich hier den Anstrengungen mache und dass ihr alle über mich lachen würdet in den Hintergrund. Nein. Ich weiß, dass das nicht so ist inzwischen. Aber in diesem Moment, ich war den sauer, ich hatte den Wut, ich hatte den Hass und ich wollte, ich war den sauer und es war dieses Gespräch mit Merson und ich wollte ihn den ruhig darauf ansprechen und ich dachte, ich konnte den ruhig ansprechen. Aber es hat sich dann leider etwas anders ergeben, dieses Gespräch. Ich habe erstmal den verschiedenen Sachen um den heißen Brei herumgeredet und dann ich habe immer mehr den Wut gespürt und er ist immer ruhiger geworden und hat, ich glaube, er hat gemerkt, dass die Situation an den Entgleisen ist und er hat alles versucht, dass das nicht so passiert. Aber ich konnte mein Wut nicht zugeln, ich konnte den Zittern nicht zugeln, ich konnte diesen starken Rauschen in meinen Kopf nicht zugeln. Und es ist wie, wenn ich versuche, mich daran zu erinnern, es ist wie, als hätte ich Bilder in meinem Kopf von einer anderen Person, die mir gegeben hat. Es ist so, als wäre ich den nicht selber gewesen. Mhm. Ich weiß noch, dass ich den angeschrien habe. Ich weiß, dass ich denen gesagt habe, dass ich plötzlich einen tiefen Trauer hatte und ich mich selber den umbringen wollte, dass ich mit den Waffe an den Schläfe gehalten habe. Und er hat versucht, ihn ruhig auf mich einzureden. Und irgendwie diesen ruhigen Einreden und diese ganzen Sachen, die er gesagt hat. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber es hat mich wütend gemacht. Mhm. Und ich habe den Waffe plötzlich, glaube ich, auf ihn gerichtet. Und ich weiß nicht, was denn passiert ist. Ich hätte Dr. Merson in diesem Moment erschossen, ohne mit den Wimpern zu zucken. Ich bin denn ganz ehrlich. Und es fällt mir schwer, den zu sein, weil ich ihn sehr, sehr gerne mag. Aber hast du ja Gott sei Dank nicht, weil du hast ja noch die Waffe aufs Meer gerichtet und hast das Magazin in Richtung Meer entleert.
Und das ist doch schon mal der erste, das ist doch schon mal, guck mal. Ich weiß den nächsten, dass ich den Waffe weggeworfen habe und dass ich den dann wieder aufgenommen habe, weil ich nicht wusste, was passiert ist. Ich hatte erstmal eine kurze Strecke und dachte, ich hätte Dr. Mersching getötet. Ich habe mich nicht getraut, ihn umzusehen. Was hast du denn gefühlt, als du das dann realisiert hättest, dass du die Waffe abgefeuert hast und dass du eventuell Dr. Mersching getötet haben könntest? Ich hatte den Trauer, ich hatte den Angst, ich hatte den Verwirrung. Es war alles so viel von meinem Kopf. Dann er hat mit ihm gesprochen, hat gesagt, du hast ihn geschossen, sieh. Und ich habe gesagt, sieh, ich habe den geschossen, ich glaube. Und dann kam die Polizei, dann ich bin in den Tränen ausgebrochen. Er hat versucht, mich den Tröstung zu machen. Aber das ist doch schon mal sehr gut. Du hast gemerkt, ich habe nicht viel erzählt. Ich habe dir zugehört. Sie. Also, ich finde das schon mal sehr gut, dass du mir das alles erzählt hast, dass du auch ganz früh angefangen hast, dass du deinen Bruder schon immer beschützen musstest. Natürlich macht dich das dann zu dieser starken Frau, die du jetzt bist. Ja, aber ich fühle mich nicht so. Ich fühle mich wie eine andere Person inzwischen. Ja, du stehst gerade auf so ein Zwiespalt, so eine Art Zwischenspalt der Gefühle. Auf einer Seite hattest du das mit dem BTM, also mit den Betäubungsmitteln, dieses Problem, wo du immer noch am Kämpfen bist, von wegen, kann ich drauf verzichten, immer noch die Gedanken um Kokain rumschwirren, dann diese Aktion mit Tara hat, dass das nicht geklappt hat, dass da dir das, oder beziehungsweise, dass du falsche Hoffnungen hattest. Vielleicht wurden falsche Signale gesendet, die dann auch falsch verstanden wurden. Das sind immer solche Sachen. Aber das, was mich am meisten, was dich auch zu einer starken Frau macht, in meinen Augen, ist die Aktion, dass du, nachdem du geschossen hast, hättest mir auch nicht vorstellen, dass du den Mersching erschießen wolltest. Aber nachdem du auf das Meer geschossen hast, weil du hast dich ja weggedreht, du hast ja auf das Meer geschossen, dann hast du diese Trauer, diese Verwirrung und diese Angst um Herrn Dr. Mersching. Das ist eigentlich das, was mich positiv eigentlich und was ich auch als starke Frau ausrechnet. Jeder andere wäre weggegangen und hätte gesagt, egal wo ich hingeschossen habe, habe ich ihn erwischt, okay, ist mir scheißegal, ich ziehe jetzt meinen Wegen. Und da ist auf jeden Fall ist da ein Funken drin bei dir, ein ziemlich starker Funken, wo du noch denkst, ich bin noch da und ich will noch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich richtig überzeugt. Das finde ich auch schön und daran können wir auch aufarbeiten. Wir hatten ja auch darüber gesprochen beim letzten Mal, dass dir dieses Taxifahren sehr viel Spaß macht, dass du eine Frau bist, die gerne lebenslustig ist, die gerne viel lacht und auch unternimmt. Und da hatte ich auch schon mit deinem Bruder gesprochen, dass wir mit dem Taxi fahren, dass wir auch was mit dir unternehmen können, dass ich auch meinetwegen dann nach dem Dienst mit euch was unternehmen kann, wenn das gewünscht ist, dass wir einfach deine Lebensfreude wieder hochkriegen, so dass du A, weg von diesem scheiß Kokain bist. Das ist echt mies, das Zeug, das macht dich wirklich kaputt. Ich weiß den. Und dass wir auch eventuell die ganze Aktion mit Tara dann auch mal einen Strich ziehen können und sagen, okay, es geht, aber auch andere Mütter haben wirklich hübsche Töchter. Ich weiß den. Und weißt du, ich habe eine Liste gemacht. Ich habe den sogar dabei. Oh ja, jetzt bin ich gespannt. Es ist eine Liste an Personen, denen ich eine Entschuldigung machen muss. Und weißt du, also quasi den schwersten Person, an denen die Entschuldigung den schwersten ist, ich habe den ganz unten. Ganz oben ist Julio. Er ist an sich nicht die leichteste Person, aber er ist mein Bruder und ich weiß, dass er immer ein Verständnis für mich haben wird.
Ja, das ist schon mal sehr gut, dass du den Familienangehörigen ganz oben hingesetzt hast, weil der Familienangehörige kennt dich aus dem FF. Und wir fangen ja immer an vom Leichten zum Schweren. Und du kannst dir mit deiner Liste so viel Zeit lassen, wie du willst. Ich glaube, die Leute, die dich kennen, wissen, was du durchmachst. Und die wissen auch, dass du dann irgendwann mal zu ihnen kommst. Aber die wissen aber auch, dass du Zeit dafür brauchst. Sie. Den zweiten Person ist Ashley. Ich habe heute schon ein Telefonat mit ihr geführt, weil ich mag sie sehr, sehr gerne. Sie ist eine tolle Frau und so. Und den schlimmeren Sache ist, ich weiß, wie viel ihr Dr. Merschen bedeutet. Und ich habe sein Leben auf den Spiel gesetzt. Mhm. Und naja, das war nicht denn okay. Ich habe heute, wie gesagt, mit ihr ein Gespräch geführt, aber ich hätte noch so viel mehr zu sagen, aber ich weiß nicht wie und ich möchte auch den bereit davor sein. Deswegen sie steht als zweiten auf meiner Liste. Gut. Als dritte Person, da ist Tara. Ich finde, sie war an den Ort, sie ist dann gekommen, zusammen mit den Polizia. Und ich habe ihren Augen gesehen. Und ich habe mich nicht getraut, sie mehr den anzusehen. Ich weiß, dass sie den sehr sauer ist, den sehr verletzt. Ich habe versucht, mit ihr ein Gespräch zu führen. Aber dann, ich musste so einen Einsatz und ich musste Julio heimbringen, weil es ging nicht gut. Ich würde ihr gerne sagen, dass es mir den leid tut und dass ich auch nicht den Besten über sie geredet habe. Und dass es mir, dass ich selten, wirklich selten für eine Frau eine so heftige Bewunderung hatte wie vor sie. Und dass ich ich glaube, ich habe eben den großspurigen Auftritt gemacht gegenüber meinen Freunden, weil ich wusste, dass sie weit außerhalb meiner Liga ist. Ich weiß, dass es nicht so die Sache. Ich muss mal ganz kurz den Funk ausmachen. Ich habe den noch an. Ich habe meinen eben gerade ausgemacht. Ich mache den auch mal aus. Ich habe nur zu Julio gesagt, er hat mich gebeten, den anzulassen, falls etwas denn sein sollte. Weil er meinte, den Vagos sind wieder unterwegs, er macht sich den Sorgen, ich soll den erreichbar sein. Aber ich denke, hier passiert mir denn nichts. Nicht wirklich, die Vagos sind nämlich hier vor Ort. Gerade 5 Minuten, bevor du reingekommen bist. Ich habe den draußen gesehen. Ja, siehst du. Solange sie hier bei uns sind, wir haben ja einen von ihnen in Behandlung. Okay. Sind die es erstmal handsam. Erstmal den handsam. Ist ja nicht so, als hätten die versucht, den AMD schon in die Luft zu sprengen oder was auch immer. Ich weiß es nicht, wer das gestern meinte, wer gemacht haben müsste. Wie gesagt, dieses Thema Vagos, ich behandle jeglichen Patient gleich, ist mir vollkommen egal. Weil das sagt schon mein Ehrenkodex als Arzt. Ich habe nur gehört, dass das den Vagos gewesen sein soll. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Du weißt Gerüchte. Ich habe, wie gesagt, wir waren eingesperrt, wir waren im Keller, wir wurden dann evakuiert. Wer das war, kann ich dir nicht sagen. Aber dafür gibt es jemanden, der das weiß. Das sollte die Polizei eigentlich wissen. Dafür haben wir die Speedy, ja. Pardon. Aber gut, wir waren jetzt bei Tara geblieben. Genau. Das habe ich jetzt gesehen. Ich muss auf jeden Fall eine große Entschuldigung an sie machen. Ich habe sie in vielen Weisen in eine unangenehme Lage gebracht, ohne dass ich den wollte, aber ich denke, da ist trotzdem eine Entschuldigung, auf jeden Fall eine Entschuldigung nötig. Vor allem für den Ausraster. Und den letzten Person hier auf den Setter ist
Dr. Merschen, er war den ersten Person, den ich sofort eine Entschuldigung gemacht habe. Aber mir ist vor allem wichtig, dass er die Entschuldigung ernst nimmt. Und ich habe den Gefühl, er kann schon den verstehen, warum ich so den aufgebracht war. Sie, er sagt ihn auch, er kann den verstehen, das ist nicht so schlimm, aber... Ich schreibe das mal gerade auf. Wir müssen es ernst nehmen. Sie, das wird nämlich ein Punkt, wo wir gemeinsam arbeiten müssen. Sie, weißt du, ich bin nicht die Person, die eigentlich viel redet. Sie, so viel wie ich jetzt rede, ich habe den letzten Jahr nicht geredet. Genau. Folgendes. Dein Bruder, das wird die einfachste Entschuldigung, das weißt du auch. Wir müssen uns mal Gedanken machen, wie wir diese Entschuldigungen aufbauen. Das ist einfach hingehen und sagen, Entschuldigung, wahrscheinlich bei deinem Bruder wird es ganz entspannt funktionieren. Aber wir müssen darauf aufarbeiten, dass auch die schwierigen Fällen, dass du sicher bist. Und der aus diesen Gründen würde ich gerne gerade diesen Bereich, wie wir das aufbauen, damit du vernünftig eine Selbstsicherheit hast. Weil du musst, die Entschuldigung muss ja auch aus dem Tiefsten von innen kommen, du musst ja eine Selbstsicherheit ausstrahlen. Und wie wir das sicher auf eine sichere Ebene für dich hinkriegen. Da würde ich gerne noch mit der Psychologin einmal rüber sprechen, wie wir das aufbauen. So, dass nicht nur die anderen es ernst nehmen, sondern dass du es auch ernst meinst. Und es muss eben ein Safe Place sein. Sie. Da würde ich gerne nochmal Rücksprache halten, dass wir da ein Safe Place bauen für dich. Also eine sichere Umgebung, wo du dann dich wohlfühlst und wir das mit dir dann durchspielen, beziehungsweise auch uns das anhören, wie du das sozusagen willst und dass wir das auch vernünftig hinkriegen. Wegen deinem BTM würde ich auch gerne mit ihr sprechen, wie wir, ob wir da noch irgendwo arbeiten müssen dran. Da brauchst du auch deine Mithilfe dann. Darf ich ganz kurz was essen? Ja, selbstverständlich. Trinken? Okay. Na komm, ich mach gerade mit. Ich meine, ich habe auch echt nichts dagegen, wenn das eine Doppelsitzung wird mit dir und den Therapeutin. Ich habe ja nichts gegen Isa. Ich wollte nur, dass den so schnell wie möglich in den Angriff genommen wird, weil es mir den sehr wichtig ist. Nicht und nur dir. Und ich denke, umso schneller ich den in den Angriff nehme, umso schneller kann ich damit den Abschließung machen und umso besser ist es, sich eine schnelle Entschuldigung auch zu machen, denn aber trotzdem gut überlegt ist sie. Genau, das ist mir nämlich auch wichtig. Ich würde gerne Isa mit ins Boot nehmen bei der nächsten Sitzung. Wir können die Sitzung überall machen, wo es dir lieb ist. Wenn es geht, nicht bei dem Vagus vor der Haustür. Das finde ich auch nicht so. Okay, dann sind wir uns ja schon mal da. Guck mal, da haben wir schon mal einen Platz gefunden, wo wir es nicht machen wollen. Aber ansonsten, es muss nicht unbedingt im MD sein, wenn du sagst, ich fühle mich hier nicht sicher oder ich fühle mich beziehungsweise unsicher, weil ich eventuell einen begegne, der auf meiner Liste steht. Das ist die Sache, warum ich auch Drogo gebeten habe, an den Strand zu gehen. Ja, genau. Also ich hätte auch das im Funk ich hätte das auch gesagt, wir können das überall machen. Ich kann auch zu dir ins Taxiunternehmen fahren. Wir haben da einen tollen Platz auf dem Dach. Wenn dir das lieb ist, wenn das für dich ein schöner Platz ist, der dir gut gefällt, können wir das nächste Mal auch da oben reden. Ich mag den, weil man sieht den Berge und den Wolken. Und obwohl das nur ein bisschen höher ist, du hast den Gefühl, dass den Dreck von der Stadt unter dir liegt und du den höher bist. Genau. Guck mal, dann würde ich den nächsten Termin setzen. Ich müsste da mit Isa nochmal Rücksprache halten. Eigentlich müsste der morgen sein, ne? Kannst du denn morgen? Sie, morgen den kann ich. Sogar bis ein später. Ja. Also, ich bin morgen wahrscheinlich so ab den 18 Uhr aus dem Haus und ich kann auch den kurzfristig, sieh, wenn ich nicht gerade in einem Taxifahrt drin bin. Ja, Julieta, hast du eine Telefonnummer für mich? Dann würde ich mir gerne mal aufschreiben. Sieh, natürlich. Ich kann dir den per diesem Bluetooth schicken, sieh. Das ist doch hervorragend. Sieh, ich habe den gelernt. Ganz kleinen Augenblick gerade. Aha.
bin nervös, entschuldige bitte. Ist denn okay? Ich habe keine Bewaffnung. Ich habe den Funk aus und ich habe draußen Sirenen gehört. Deswegen habe ich gerade mal die Tür abgeschlossen. Vielleicht war... Gott, Rolette haben wir. Dann schauen wir gerade einmal, ob ich speichern kann. Da, speichern. Sehr schön, Julietta. Ich würde dich mich morgen, ich würde morgen mit Isa reden. Mhm. Berichte ihr ein bisschen von diesem Gespräch. Sie. Berichte ihr meine Eindrücke. Mhm. Und dann werden wir uns bei dir melden. Und dann werden wir uns einen schönen Platz suchen und mit dir nochmal gemeinsam reden. Okay, super. Sie, weißt du, das ist mit ihnen sehr, sehr wichtig, weil ich, ich mochte einfach. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, als würde ich den nicht ganz so ernst meinen. Ich mochte den schnell hinter mich bringen. Aber ich meine das, weil das eine große Belastung für mich ist, sie. Ja. Deswegen. Schnell hinter sich bringen wird das wahrscheinlich nicht so, dass man das innerhalb von einer Woche hinkriegt, also oder einen Tag. Das wird schon ein bisschen mehr Aufwand, weil wir haben einiges an Baustellen, was ich hier sehe. Sie, das weiß ich. Aber jetzt sind die Emotionen und die Gefühle noch frisch und jetzt können wir da gut drauf aufbauen. Sie. Wunderbar. Darf ich nochmal ehrlich sein? Ja, bitte. Ich habe die Angst davor. Genau die Angst wollen wir dir nehmen. Das ist unser Ziel, dir die Angst davor zu nehmen, dass es unangenehm wird. Das wird es wahrscheinlich. Aber was wir machen werden, ist, wir werden dir die Angst nehmen. Wir werden dir die Zeit geben, die du brauchst. Mhm. Und wenn das jetzt hier ein paar Sitzungen in sich aufbaut, dann baut das in ein paar Sitzungen auf. Das ist nicht so schlimm. Sondern wir wollen, dass wir uns hier alle gegenseitig wieder in die Augen gucken können, dass du, wir wollen nicht, dass du mit einer Waffe auf irgendeinen richtest und den erschießen möchtest eigentlich am liebsten oder dann doch aufs Meer schießt. Das sind ja alles Sachen, das ist ja ein Hilferuf von dir. Und den hören wir, darauf reagieren wir jetzt. Okay. Sehr schön. So, ich werde jetzt einmal nachfragen im Funk, ob irgendwas ist. Mhm. Oder ob wir unser Gespräch einfach noch vertiefen. Okay. So. So, die 41, Status 2, alles okay bei euch? Ja. Chef, hier war alles gut. Okay, ich habe nur eure Sirenen gehört, deswegen war ich ein bisschen nervös. Nee, scheint alles gut zu sein. Warte, ich helfe dir gerade. Irgendwo hier waren sie doch. Na, guck mal, oh, sind die toll. So. Gracias. Helf ich dir einmal? Warte, ich ziehe den hier unten in die Bahn. Ja gut, dann. Machen so, wir das. Einmal wunderbar. Perfekt. Perfekt. Julietta, dann können wir... So, dann gehen wir hier lang. Mhm. Vielen Dank, dass du den ganzen auf dich nimmst, sie. Kein Thema. Hier, Dr. Hedfield ist, glaube ich, ein richtiger Name. Der hat gesagt, dass du kein Therapeut bist, aber ich finde den wahnsinnig bewundernswert. Ich glaube, du wärst ein toller. Ja, ich mache das. Er hat mich gefragt, ob ich mir zutraue. Dachte ich, für Julietta mache ich fast alles. Was ist denn so lieb von dir? Ja, wir hatten so viel Spaß und ich mag dich auch wirklich. Und deswegen habe ich da kein Problem mit. Und ich bin auch ganz offen und ehrlich und ich sag dir jetzt auch, dass ich das mit den Therapeuten bespreche, also mit ihr Isa besprechen werde. Sie, und das ist denn okay. Und dass wir da gemeinsam eine Lösung finden. Mhm. Das sieht doch... So, dann bringe ich dich einmal zu deinem Auto. Sie. Na dann, danke schon auf jeden Fall. Gerne, Julietta. Ich wünsche dir einen angenehmen Abend, ne?
Gracias, ich dir auch. Lass dich nicht einpacken, ha? Nee, ich gehe jetzt, ich fahre gleich nach Hause. Feierabend. Okay, super. Dann pass auf dich auf und gerne. Bis morgen. Ja, du auch, ne? Ich melde mich auf jeden Fall. Bis dann, tschüss. Bis dahin, tschüssen. Ui, das war harter Tobak. Weil ich mit Psychologie gar nichts am Hut. Aber, okay. So, dann melde ich mich mal aus dem Dienst und dann gucken wir gleich mal, wo wir hingehen. So, ihr Lieben. Hallo. Du sagtest, dass Isa morgen da ist, ne? Ja. Gut, dann habe ich mit Julietta jetzt mal vereinbart, dass ich das mit Isa morgen nochmal bespreche. Mhm. Meine Eindrücke, was ich meine, was sie möchte und wo die Reise hingehen sollte. Ja. Und ich werde mich morgen bei Julietta einmal melden. Gegebenenfalls gibt es morgen schon ein Zweitgespräch oder ein Drittgespräch oder am nächsten. Aber das war, ich wollte gerne mit Isa mal abklären, auf welchen Weg ich jetzt eingeschlagen habe, ob sie damit konform ist oder ob sie sagt, das ist der falsche Weg, sondern lieber so und so. Weil sie ist die Psychologin, sie hat die Ahnung. Genau. Quatsch da auf jeden Fall mit ihr. Ja, ich muss ich. Dir auf jeden Fall, dass du es gemacht hast. Ja, gerne. Da bin ich dir sehr, sehr dankbar. Wie gesagt, quatsch es gerne mit Isa ab. Isa ist eine sehr, sehr kompetente Psychologin. Garantiert. Die ist sehr, sehr gut in ihrem Fachwissen. Nicht umsonst damalige Medic-Leitung gewesen. Sie hat dort auch alles hinter sich. Die ist sehr kompetent in ihrem Fach. Also da kann ich wirklich nur lobende Worte hinterlassen. Und ich denke, da bist du auf jeden Fall in guten Händen aufgehoben. Das denke ich auch. Also ich habe doch keine Bedanken bei. Wunderbar. Das sehr freut schön. Mich. Ich danke dir auf jeden Fall, Finn. Und dann gönne ich dir jetzt deinen Feierabend. Dankeschön. Dankeschön. Dann bin ich jetzt 10:07 und wünsche euch allen einen angenehmen Dienst noch. Wünsche ich dir auch und danke dir vielmals. Gerne. Ciao, ciao. So. Also ich glaube, ich werde heute nicht mehr mit dem Fahrrad. Ach doch, das sieht immer doof aus, wenn das Fahrrad hier oben steht. Ne? Alter, hier passt auch wieder was nicht. Ne? Safe Place, Brick Builder, Deutsch. Das ändert sich auch wirklich jedes Mal, wenn ich den Stream anschmeiße. Die Beschreibung da unten. Hammer. Ja gut, aber so ein bisschen Bauklötze ist es ja schon, was wir heute gemacht haben hier. So, Sport. Alles klar. Ich wollte jetzt einmal gucken, ob wir eventuell melden können. Können wir. Da gehen wir jetzt auch hin. Wir gehen nämlich zu jemand, den ihr gerade auch schon gehört habt. Würde ich mal sagen, vielen Dank nochmal. Ich bedanke mich mal recht herzlich bei euch für den ganzen Support heute. Ihr seid echt mega. Vielen, vielen Dank. Wir gehen nämlich nach Julietta jetzt. Danke nochmal für die ganzen Abos, für die ganzen Subs. Ja, hatten wir schon, ne? Ist egal. Dann für die Follower und für die Donation. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei Julietta. Gucken. Grüßt sie lieb von mir. Ich muss noch mit dem Fahrrad runter. Hinterlasst ein Follow bei ihr. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, ihr Lieben. Ne? Ciao, ciao.